Hallo und willkommen im Stream. Unser heutiges Thema ist ein Querdenken-Comeback, für wie wahrscheinlich wir es beide eventuell halten. Natürlich aus gegebenem Anlass, weil ich gerade schon zu diesem Thema lange Zeit referiert habe. Also noch einmal für alle zusammengefasst, jetzt mit gutem Ton. Habe ich mich zu weit aus dem Fenster gehängt? War das jetzt eine Hasstirade auf Ballweg und Querdenken oder hatte das alles Hand und Fuß, deiner Meinung nach? Ja, also eine Hasstirade war es meines Erachtens nicht, sondern eine harte Kritik, die, ja, ich sag mal, wohl formuliert und sehr distinguiert vorgetragen wurde. Zwar mit ein paar Wiederholungen drin, aber es ist nicht weiter dramatisch. So von der Sache her, denke ich, ist es aber insgesamt korrekt. Okay, dann müssten wir aber sagen, dass es im Prinzip schon schlecht bestellt aussieht um Michael Ballweg. Also wenn du das jetzt in deinen eigenen Worten sagen würdest, würdest du sagen, er macht gerade jetzt eine Ehrenrunde, ja, hat gerade hier die Weltmeisterschaft abgeräumt und nimmt ein Bad in der Menge, oder sieht das eigentlich alles gerade sehr düster aus für ihn? Das ist meines Erachtens eigentlich ein Armutszeugnis, was er dort abgeliefert hat. Man könnte auch sagen, das ist der Weg zum selbstgegrabenen Grab, ja. So, also da aus der Bewegung, da wird nichts mehr daraus werden, ja, denn da scheint wirklich die Luft komplett raus zu sein. Stichwort komplett raus, ja, die Luft, wenn ihr wollt, liebe Freunde, wenn ihr wollt, dass uns nicht die Luft ausgeht, ja, bereichert gerne unsere Diskussion. Jemand, der heißt Harris, hat sich jetzt gerade hier in den Hintergrund eingeklinkt. Mal gucken, ob es kein Panda ist. Ich habe ihn einfach mal reingelassen. Mal schauen, ja, ob ich das, wie gesagt, heute mit Uwe alleine stemmen muss oder ob wir tatsächlich auch andere Leute mit dazu holen können. Einer immerhin hat es geschafft, auf den Link auch auf der Webseite zu klicken. Alle anderen schaffen das ja vielleicht, wenn sie einfach nur im D-Live-Chat auf, ja, im Prinzip denselben Link eben auch klicken. Mal gucken, ob das im Prinzip dann etwas spannender wird an dieser Stelle. Nicht, dass es nicht spannend wäre mit Uwe, aber nur, um euch wiederum einzuladen, damit das hier nicht einfach nur ein Ping-Pong wird zwischen zwei Leuten, die immer dieselbe Meinung haben. Ja? Uwe versucht da gerade an seiner Helligkeit zu feilen. Uwe, du bist auch so ein helles Köpfchen. Mach dir mal keine Sorgen, lass uns mal lieber auf den Inhalt uns konzentrieren. Also, ich halte fest, du sagst, das ist ein Armutszeugnis, was Michael Ballweg da gerade hinlegt. Du weißt, wie es bei mir ist mit provokanten Statements. Mit denen geize ich selber nicht, aber du musst die bitte auch belegen. Ja? Weil es ja immer wieder heißt, ja, wir werden Spalter und sonst was. Also woran erkennst du, ja, dass das ein Armutszeugnis ist für Querdenken, was sich jetzt gerade abspielt? Ja, also zunächst einmal finde ich es bescheiden, dass er eines seiner ersten Interviews mit der Bild-Zeitung macht. Ja, die Bild-Zeitung ist noch nicht gerade das Hauptmedium des Widerstands. So, dann ist es schon erstaunlich, dass er zu so abgelegenen Orten geht, ja, wie eben der JVA, um dort zu demonstrieren, ja, oder das finde ich völliger Blödsinn. So, auch die andere Demo scheint mir eher, ich sag mal, so eine Notlösung zu sein. So, was auch sehr schwach ist, ist eben sein Statement. Es hat ihm quasi da mehr oder minder, ja, nicht gut gefallen, aber es ist ihm zumindest gut gegangen. So, also für jemanden, der Widerstandskämpfer ist, der muss eigentlich nach einer solchen Zeit rauskommen und vor Energie bersten. Ja? So, was er aber macht, ist eigentlich alles schön zu schreiben. Das heißt, wenn ich mir das so angucke, was er so sagt, ja, würde ich sagen, der hat kein Interesse mehr, ja, und oder er hat einen Deal gemacht. Ja? So, denn sein Strafverfahren läuft ja eben noch so, und ich schätze, da wird es eine Wohlverhaltensklausel geben. So, und alles, was er tut, tut er, um auch auf jeden Fall sein Strafverfahren nicht zu gefährden. Ja? So, das ist jetzt meine Spekulation. So, und deswegen ist, solange dieser Prozess nicht durch ist, ja, ist alles, was er macht, reine Fake-Aktion. Das ist gar nichts. Naja gut, das ist natürlich nicht komplett gar nichts. Wir sehen ihn ja, ich muss ihm insofern, sage ich mal, eine Lanze brechen für ihn, als dass er ja wirklich nach Erfurt gefahren ist. Ne? Also man muss ja auch sich zurückversetzen in seine Situation. Seine Gelder sind jetzt also mutmaßlich wirklich alle eingefroren. Er kommt da raus, er sagt immer wieder, er ist wieder Student, ja, und so weiter und so fort. Dann zu sagen, er geht an einem Sonntag, ja, in den Regen, ja, in dieser JVA, um irgendeine belanglose Petition, von der wir nicht mal wissen, ob es die gibt, ja, oder jeweils geben wird, ja, zu verkünden, das braucht schon, ja, einen gewissen, sage ich mal,
Ja, Kampfesgeist, aber es ist halt alles Kampfesgeist, ja, gegen Luftschlösser. Ja, ist ja sinnlos, wie mutig du bist, wenn du an der falschen Stelle zur falschen Zeit gegen die falschen Leute kämpfst. Aber das wollte ich nur mal an der Stelle festgehalten haben. Ich möchte ganz kurz, Uwe, bevor wir jetzt uns weiter ins Gespräch vertiefen, erwähnen, dass zwei Leute uns weiter sich zugeschaltet haben. Einer heißt Harris, kein Video, aber Ton. Ich hoffe, er hört uns. Und einer heißt Julius. Mir wird weder Video noch Ton angezeigt, also vermute ich dann eher doch nur einer. Aber Harris, hörst du uns und was hast du beizutragen? Könnt ihr mich hören? Wir hören dich. Ja, wunderbar. Also ich habe ja gestern deine Sendung gesehen, wo mit Roger Bittel warst. Gestern war ich Und nicht bei Roger Bittel, aber danke dir nee, fürs er war bei, Einschalten. Entschuldigung, er war ja bei dir. Und ich muss wirklich sagen, danach dachte ich so, ich lese jetzt mal die Kommentare und jedem wird ja auffallen, dass Roger eigentlich nichts gesagt hat, inhaltlich null. Und ich war so entsetzt, weil in den Kommentaren war alles mit so vielen Likes, die gegen dich dann geschossen haben und auf so einer niederträchtigen Art. Also ich muss wirklich sagen, ich bin enttäuscht über das Ganze, weil ich hätte gedacht, wirklich, wir reden jetzt mal langsam über die Inhalte nach 3 Jahren, so wie du es ja machst. Und ich muss sagen, auch für du und der Uwe, ihr macht es wirklich super. Ihr seid wirklich mit die Einzigen, die hier den Finger in die Wunde legen. Das Einzige, was ich bei dir kritisieren würde, ist, dass du halt ihn wirklich ein bisschen angegangen hast, den Roger. Ne? Und du musst dir vorstellen, das ist halt die Leute, die ihn halt anschauen, die sind halt auch sehr, sag ich mal, zart beseitet, auch emotional in dem Sinne. Und wenn es dann so, Menschheitsfamilie. ja, und damit, das nutzen die dann auch immer als Ausrede, vor allem Bittel, damit er nicht über die Inhalte sprechen muss. Das wäre meine Kritik an dir, das Einzige halt nur, also, dass du da vielleicht in Zukunft versuchst, wenn du mit ihm oder mit jemandem aus der Bewegung, aus dieser Sekte, sage ich mal, redest, ja, diplomatischer versuchen, mit denen zu sprechen. Du hast vermutlich recht, du stehst aber nicht alleine da mit dieser Kritik. Niemand ist perfekt, schon gar nicht ich. Ich muss daran wirklich noch monumental arbeiten, ja, die Leute nicht so zu überrollen, wie ich es leider Gottes manchmal tue. Rückblickend muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich dieses Gespräch noch ein, 2 Minuten verlängern können, wäre ich ein wenig diplomatischer rangegangen, wie du das beschreibst. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber dass es zu einem Scheitern verdammt war, war mir eigentlich von Anfang an bewusst. Ja, also das hätte auf die Art und Weise eigentlich nicht besser oder schlimmer, was das angeht, im Prinzip laufen können. Warte mal ganz kurz, ich muss hier. Warte. Das hier, den Julius musste ich gerade rauskicken, der hat im Hintergrund ein Video eingeschaltet mit nackten Männern. Also ich nehme mal an, das wird einer dieser Pandas gewesen sein. Gut, ich höre deine Kritik, ja. Wichtig ist mir aber an dieser Stelle zu sagen, bei aller Unfehlbarkeit von mir und oder Fehlbarkeit, wie auch immer man das interpretieren möchte, auf die Sache heute beschränkt. Ja? Also das eine ist ja, danke dir für das Lob von Roger Bittel. Wir haben heute oder ich habe heute zu Michael Ballweg gesprochen. Teilst du meine Einschätzung, teilst du die Einschätzung von Uwe, dass leider Gottes, ja, Michael Ballweg auf verlorenem Posten steht und es wahrscheinlich selber gar nicht merkt? Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass der uns jetzt ganz gezielt in die Irre führen möchte, also wie weiterhin. Und ich glaube, dass das ein abgekartetes Spiel mit dem Staat ist und dass man ihm überhaupt nicht trauen darf und vor allem jetzt auch nicht. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es immer noch Leute gibt, die da hier Geld hinterherwerfen und meinen, der wird hier irgendwas reißen. Wie du schon richtig sagtest, als er weg war, war das für die Bewegung am besten. Also er hat hier wirklich die Bewegung im Kreis drehen lassen, hat sie gelähmt, weil diese ganzen Bühnen, für was brauchen wir das? Die Franzosen zeigen uns, wie sowas geht, wie Revolution funktioniert auf der Straße, ohne irgendwelche Bühnen mit Musik. Was soll denn das? Also ich fand es schon ganz am Anfang, als im Rosa-Luxemburg-Platz das angefangen hat hier in Berlin. Ich bin aus Berlin im Übrigen. Da fand ich das gut, die Bewegung. Und dann kam Querdenken mit diesen großen Bühnen, hat das Ganze gekapert. Also es sah für mich von Anfang an wie so ein Inside-Job aus, ein Geheimdienst. Ja, dazu sind wir heute noch gar nicht gekommen. Danke dir für deine Einschätzung. Ich teile sehr viele deiner, ja, eben deiner Gedanken. Ich möchte ganz kurz, bevor wir das vergessen, auf eine Sache nochmal zu sprechen kommen, weil ich die wirklich im Begriff war zu vergessen und eigentlich hat sie ja der Uwe gerade gebracht. Also es ist ja wirklich Das ist schon unfassbar, wie wieder ein die. Troll, Achtung. Ja, genau. Ich muss die alle hier mal gerade entfernen. Aber. Was soll das, ey? Ach, die haben nichts zu tun und warte mal, so, übermitteln. So, raus damit.
Ihr könnt aber trotzdem weiterhin gerne in den Stream kommen, wenn ihr wirklich reinen Herzens seid, liebe Freunde, und nicht gerade irgendwelche Bilder von nackten Männern hier im Stream verbreiten wollt. Weil, Ja, genau, kommt mal her und redet über die Inhalte mit echt, uns. Davon ist das Internet wir voll. Wollen Ja? darüber reden. Dafür brauchen wir nicht euch. Ja? Das kriegen wir auch selber hin. Aber kommt sehr gerne rein. Ich gebe euch sogar nochmal den Weg dorthin frei auf D-Live. Und wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich bin mir sicher, Uwe und Harris, ihr werdet auch nichts dagegen haben. So sehr ich gerne jetzt auch die Leute auf meiner eigenen Plattform natürlich irgendwann mal pushen möchte, begrüßen möchte, ich gebe den Stream jetzt einfach mal auf D-Live ebenfalls frei und mal gucken, ob sich dann mehr Leute trauen. Weil gebt uns Paroli, gebt uns gerne Zunder, ja, wenn ihr der Meinung seid, wir liegen komplett falsch. Drei Leute, die alle einer Meinung sind, ist vielleicht nicht ganz so aufregend, wie wenn man wenigstens eine Person hat, die da irgendwie nochmal eine andere Sichtweise hat. Also insofern, ich habe es gerade noch einmal auf D-Live rausgehauen, den Chat-Link, also den Zoom-Link. Und ich werde jetzt auch tatsächlich gleich nochmal auch auf Achtung, so, auf D-Live uns freischalten. Also willkommen zurück auf D-Live, liebe Freunde. Kommt dazu, wenn ihr Interesse habt, uns Paroli hier an dieser Stelle zu bieten. Okay, aber ich war im Begriff, eine Sache zu vergessen, und das ist das, was der Uwe angesprochen hat. Uwe, mal ganz kurz zu dir hier an diese Stelle. Huch, Sekunde. Nein, das wollte ich nicht. Na, wo bist du? Da bist du. So, jetzt, da bist du drin. Okay. So, Uwe, Ansicht, ey, wenn man echt alles alleine machen muss. Da, Galerie, ja, da seid ihr beide. Also, Uwe, eine Sache hast du angesprochen, die fand ich spannend. Jetzt bist du an der falschen Stelle. Irgendwas ist immer. Ach, lassen wir das einfach. So, warte, kann ich das entpinnen? Wie entpinnt man etwas? Fokussieren, Selbstansicht? Nein, Pin-Video entfernen, da sind wir. Okay. Nein, geht auch nicht. Ach Gott, kennt ihr euch mit Zoom aus? Solltet ihr eigentlich, oder? Einer von euch. Ist ja wurscht. Also, auf eine Sache wollte ich euch ansprechen. Uwe hat gesagt, Deal. Ja? Er soll einen Deal gemacht haben. Und da ist mir etwas in Erinnerung gekommen, was ich gesehen habe bei Ballweg. Ja? Was er im Prinzip erwähnt hat in diesem Interview mit Oliver Flash. Hört mal rein. Weil so abwegig ist der Gedanke nämlich gar nicht. Man kann mit Herausforderungen im Leben immer auf zwei Seiten umgehen. Man kann eben böse sein auf das Schicksal und was es einem antut. Und man kann einfach sagen, jetzt ich nehme die Herausforderung an und ich gucke mal, was ich Positives draus machen kann. Und von der spirituellen Seite sehe ich so, dass man ja anderen Macht über einen gibt, wenn man die Vergangenheit über jemanden herrschen lässt. Moment, das ist es nicht. Er hat etwas zum Thema, der redet immer über Spiritualität. Der hat etwas zu Beginn des Gesprächs zum Thema Deals gesagt. Ich suche das gerade. Du bist so gut drauf. Ich habe Du bist so gut Lebens drauf. Gestohlen. Die haben dir Zeit gestohlen, genau. Deshalb habe ich das gar nicht erst angefangen. Ich habe viel geschrieben, habe viel meditiert. Das heißt, ich habe die Zeit wertvoll für mich. So wie man die Zeit so rumbekommt in Unternehmen. Wie fühlt es sich überhaupt an, da zu sitzen? Weil was noch härter ist, du kannst nicht sofort. Genau, also das hast du richtig gehört. Also die Untersuchungshaft ist tatsächlich strenger als die Strafhaft. Das heißt, Untersuchungshaft ist man unschuldig. Strafhaft ist man. Ich werde euch das raussuchen, Freunde. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht unsere Zeit verschwenden. Aber ich fasse es ganz kurz zusammen. Michael Ballweg hat gesprochen über Deals. Ja, Deals, die im Prinzip einem angeboten werden. Und diesen Gedanken möchte ich nochmal mit Uwe aufgreifen, weil viele Leute stellen sich ja diese Fragen dieser Tage. Vielleicht zu Recht. Also, Uwe, wirkt Michael Ballweg auf dich verändert? Oder ist es derselbe Michael Ballweg, wie wir einfach nur vergessen hatten, wie er immer gewesen ist? Und inwieweit glaubst du denn, ist es denn vielleicht sogar wahrscheinlich, dass er tatsächlich hinter Gittern angegangen wurde und jetzt eben bewusst verändert rausgekommen ist? Ja, also zunächst einmal muss man immer davon ausgehen, dass eine so lange Haftzeit unter der Voraussetzung, dass er die auch komplett dort physisch abgesessen hat. Gordon Pankala hatte das ja in Frage gestellt. Ich unterstelle mal, dass er dort tatsächlich war die ganze Zeit. Eine solche lange Zeit hat natürlich schon erhebliche Auswirkungen, ob mit oder ohne Meditation. So, weil wir es nicht gewohnt sind, in unserer Kultur so lange in einem Ort auf so kleinem Platz zu sein und so eingeschränkt zu sein. Mhm. Das heißt, man wird da auf sich ganz klar zurückgeworfen und muss einiges in seinem Leben überdenken. So, und entweder man geht dran zugrunde oder aber man wächst daran. Mhm. So, ich denke, aus dem Video, als er aus dem Haft entlassen wurde, sah man, das hatte ich ja auch letztens erwähnt, dass er ein durchstrahltes Mittelgesicht hat, also hier so, da wo die Wangenknochen sind, also emotional war er eigentlich ganz gut drauf, so, aber der Stirnbereich, der war relativ undurchstrahlt, unenergetisch. So, und das, was ich auf den Demonstrationen hier gesehen habe, würde ich sagen, er ist nicht so ganz bei sich. Ja, also sogar wahrscheinlich. Hase, du bleibst hier. Willkommen im Stream. Kannst du bitte deinen Ton ausschalten?
Genau, also nur das, genau, du kannst ja mitreden, aber nur, dass wir das im Prinzip so hinbekommen. Ja, okay, Uwe, bitte weiter. Ja, also ich denke, jetzt habe ich keinen Ton hier von euch. Dass er schon sich psychologisch verändert hat. Ich will eben einen Stream anmachen. Dass er nicht derselbe ist, der er vorher war. Warte mal, aber Hase, du bleibst hier, hat gerade keinen Ton von uns, so geht es natürlich dann auch nicht. So, weil wir es nicht gewohnt sind. Warte mal. Wo ist jetzt der Sound? Du hast keine Kopfhörer an oder irgendwas. Warte mal, ich muss dich mal rausschalten. Genau, also der muss das nochmal hier hinbekommen mit seinem Ton. Ihr müsst bitte wirklich in irgendeiner Form gesprächsfähig sein, damit wir das hier hinbekommen. Also du sagst, du bist natürlich wieder in der Analyse, ne? Im Prinzip wirklich von Details. Du guckst dir das Gesicht an und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, über seine Physiognomie hinaus, da sind doch schon andere Anzeichen, dass der Mann, die Frage war ja, hat er sich verändert? Du beschreibst ja im Prinzip eine, ja wie sage ich das, so eine kindliche auch Ausstrahlung, die sich ja eben nicht verändert hat. Gibt es Anzeichen dafür, dass er sich verändert hat? Das ist die Frage. Ja, sage ich ja. Also er hat eine schwächere Stirn, ja, also sprich im Denkerischen ist er schlechter geworden, als er früher war. So, und auch seine Art, seine Intonation, ja, bei den Interviews, die er geführt hat, dann auch bei den Reden, das ist alles schwächer als früher. Also ich denke, er ist in dieser Haft, so, obwohl er versucht hat, sich vielleicht mit Hilfe seiner Meditation eben aufrecht zu erhalten. Er hat schon wohl gelitten, würde ich sagen. Ja, es ist ihm nicht wirklich gut gegangen. So, aber er ist auch nicht gestärkt daraus hervorgegangen. Und ich gehe davon aus, dass er tatsächlich geschwächt ist. So, und ein Indiz dafür sind eben diese äußerst schwachen Aktivitäten, die er jetzt macht. Ja, so, also hätte er in irgendeiner Weise ja seinen Selbstwert, seine innere Stärke aufrechterhalten können, ja, dann würde er nicht so einen Pipifax veranstalten. Ja, was heißt Pipifax? Das ist ja das Problem, dass er nicht erkennt, ja, wenn er Pipifax tatsächlich macht. Er setzt ja eigentlich wirklich genau nahtlos da an, wo er aufgehört hat. Nur das Problem ist, wo er aufgehört hat, war ja im Prinzip schon schwach. Und wenn du jetzt sagst, er hat 9 Monate Zeit gehabt. Nee, da kommen wir ja in den Kreis. Da kommen wir zu der Antwort zu deiner Frage, ja, wo ich sage, ich glaube, dass da ein Deal stattgefunden hat. So, weil er so schwach ist, weil man ihn vielleicht im weitesten Sinne gebrochen oder umgedreht oder sonst nicht was hat, ja. So, das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Polizeistaat oder so, sondern einfach durch die Länge der Haftzeit, ja. So, der ist Unternehmer, der konnte sich ein tolles Leben leisten, ja. So, und nun auf einmal ist er da auf 9 Quadratmeter eingefercht, so ungefähr, ja. So, das ist schon eine harte Nuss, ja. So, und ich denke, nein, das hat er nicht richtig wirklich verkraftet, ja, und er ist nicht mehr derselbe wie zuvor. Ich habe, glaube ich, den Moment gefunden, von dem ich vorhin gesagt habe, ich hätte ihn. Ich war nur Sekunden davon entfernt, aber manchmal ist Sekunden zu weit oder Meilen zu weit. Wir hören trotzdem mal rein. Er spricht tatsächlich über Deals und wie Leute eben gebrochen werden und dass U-Haft bewusst dafür genutzt wird, um Leute zu brechen. Unschuldig. Strafhaft ist man verurteilt, aber trotzdem ist die Untersuchungshaft von den Einschränkungen härter als die Strafhaft. Ich würde sagen, das ist ein Stück weit Erpressung natürlich auch derjenigen, der Unschuldigen, um hier auch dass möglichst viele Deals gemacht werden. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die nicht schön ist. Ich meine, bin ich der Einzige, dem auffällt, dass er in seine jüngere Vergangenheit zurückblickt und uns eigentlich durch die Blume gerade gesagt hat, dass ihm ein Deal angeboten worden ist und dass ihn das zumindest sehr stark mitgenommen hat. Ich meine, Körpersprache, der ist nicht so ein guter Schauspieler, als dass er so einen Moment schauspielern könnte. Was hältst du von diesem Moment? Ja, ist doch ganz eindeutig. Also er redet ja jetzt allgemein, aber bezogen eben auf die U-Haft. Ja, wie kommt man zu der Aussage, dass einem dort viele Deals angeboten werden? Ja, so, also jemand, der noch nie im Gefängnis war und der keinen Kontakt zu Knastis hat, ja, so, der weiß das doch alles nicht. So, das heißt, das hat er doch erst dort gelernt. Also er spricht doch jetzt im Grunde genommen von den Erfahrungen, die er dort in diesem Untersuchungsgefängnis gewonnen hat.
Richtig, die er dort gemacht hat, genau. Und natürlich ist es so, dass er sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat im Gefängnis, aus gegebenem Anlass. Er war im Gefängnis, er hat auch geguckt, okay, wie läuft's da? Er hatte Zugang zu Büchern, er hatte Zugang zu anderen auch Insassen, die haben sich ja ausgetauscht. Er hatte ja, ich habe ja lange Zeit gedacht, er war komplett in Isolationshaft, was natürlich brutal ist, vollkommen klar, ja. Aber nichtsdestotrotz, offensichtlich hat er jeden Tag eine Stunde Freigang. Er hat sich mit Leuten dort unterhalten können, austauschen können. Und wie gesagt, also der Moment, den ich dort gerade mit ihm gesehen habe, den ich jetzt auch gleich noch einmal abspielen möchte, sagt mir zwischen den Zeilen eindeutig, dass man an ihn herangetreten ist, um ihm zumindest etwas anzubieten. Ja, er ist ja so eine treulose ist jetzt nicht das richtige Wort, er ist so eine treue Seele, das wollte ich sagen, dass er wahrscheinlich da reingegangen ist, ganz naiv und dachte, nö, sowas würde gar nicht erst kommen. Dann ist er damit konfrontiert worden. Ich sage nicht, dass er auf den Deal eingegangen ist, aber allein die Konfrontation, ja, dass man ihm, Ballweg, ja, Micha, ja, angeboten hat, dass er irgendjemanden dort verraten soll, ja, oder vielleicht irgendwie irgendein Spiel dort spielen soll oder irgendwelche Ziele draußen erfüllen soll. Das wird ihn vermutlich mitgenommen haben. Ich meine, anders kann ich mir diesen Moment hier nicht erklären. Das heißt, Untersuchungshaft ist man unschuldig, strafhaft ist man verurteilt, aber trotzdem ist die Untersuchungshaft von den Einschränkungen härter als die Strafhaft. Ich würde sagen, das ist ein Stück weit Erpressung natürlich auch derjenigen, der Unschuldigen, um hier ach ja, auch dass möglichst viele Deals gemacht werden. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die nicht schön ist. Und ja, es ist offensichtlich. Ist ein Stück weit also, natürlich Helge, ich muss dich immer wieder hier stumm schalten, weil weder hat funktioniert dein Ton noch dein Bild. So ist es natürlich alles leider sehr unproduktiv. Okay, jetzt zurück zu euch beiden. Also ich weiß nicht mal, ob das der Helge ist oder so. Also aber ich glaube, ja. Der hat auf jeden Fall, also ich gehe ganz stark davon aus, dass da irgendwas unterschrieben wurde, weil er kritisiert ja auch gar nicht den Staat und die U-Haft jetzt. Eigentlich müsste er jetzt bei den Demos sich hinstellen und sagen, was war das, Freiheitsentzug, ich war ohne Begründung in U-Haft und so weiter, aber davon kommt ja nichts. Ne? Mhm. Also, ja. Also irgendwas hat er da wahrscheinlich unterschrieben, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Und allein diese Körpersprache da in dem Video und mir sagt, ach ja, Deals und sowas, also das ist auch ein weiteres Indiz, also ich gehe schon stark davon aus, dass er da irgendwas ausgehandelt hat. Ansonsten würde er wahrscheinlich noch sitzen. Ja, an dieser Stelle finde ich super schade, dass Sven uns nur zugeschaltet ist und nicht dabei sein kann, weil der muss halt gerade noch arbeiten. Aber ich habe daraus nie einen Hehl gemacht und ich habe auch die Freigabe von Sven, das noch einmal erwähnen zu dürfen. Sven war einer der Ersten, der mir noch im lass mich nicht lügen, August, September letzten Jahres gesagt hat, dass die linken Netzwerke aus Berlin damals schon Bescheid wussten, dass Michael Ballweg einen Deal angeboten bekommt und dass der Ende März, Anfang April 2023 rauskommt. Was meinst du mit linken Netzwerken, damit ich verstehe, was du meinst? Es gibt regelmäßig Leute, die Querdenken sehr kritisch gesehen haben. Die sich in Berlin konzentriert haben. Berlin ist ja sowieso sehr eine sehr rote, ja, auch damit also eine sehr linke Stadt. Und einige von denen, die nicht ganz verstrahlt sind, sondern die im Prinzip wirklich halt so ein bisschen halt hinter die Kulissen geblickt haben, ohne einfach nur pauschal zu hassen, nach dem Motto, wir impfen euch alle, ja, die sind dort regelmäßig aufgeschlagen und haben Stimmung gemacht gegen Querdenken. Und lange Zeit habe ich gedacht, das sind nur Trolls, aber es hat sich Stück für Stück herausgestellt, dass die im Prinzip doch ihre Connections haben, ja, staatlich vermutlich finanziert ja sowieso, wird da irgendwas durchgesickert sein. Irgendjemand kennt irgendjemanden halt in Stammheim. Und so ist das halt relativ früh zumindest auch an mich oder an Sven, korrekter gesagt, eben rangetragen worden. Von daher, was soll ich sagen? Also es scheint sich bewahrheitet zu haben. Und bei der Gelegenheit, Sven kommt gerade in den Stream, dann kann er euch das selber nochmal bekräftigen. Wenn das funktioniert. Also ich kann, wie gesagt, keine Namen nennen, aber wie gesagt, wenn ihr meine Streams geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich mit dem einen oder anderen Linken im Prinzip aneinander geraten bin in meiner Zeit in Berlin. Ich will ja nur sagen, der Begriff links ist einfach hier in Berlin. Ich wohne ja in Berlin und ich würde mich selber als politisch eher Linken bezeichnen. Ich komme aus der Szene, ich war auch Mitglied in der Linkspartei, ja. Aber wir sehen mich da ganz eher in diesen Oskar Lafontaine, den Sarah Wagenknecht, Dieter Dehm-Lager. Ja. Und das ist etwas völlig anderes. Und ich
Ich sagte ja, vor 10 Jahren war das hier noch anders, das linke Milieu. Das wurde gekapert in der Zwischenzeit. Ja, das ist mir vollkommen bewusst. Ja. Ja, und die Leute, die das gekapert haben, sind entweder Trolls oder sie sind Leute, die irgendwo aus deinem Gebiet auch entsprungen sind, aber irgendwann mal falsch abgebogen sind. Ne? Ja, aber für jemanden aus meiner Perspektive, die als links sieht, sind das keine Linken. Weißt, deswegen bin ich immer verwirrt, wenn dieser Begriff kommt. Aber sie nennen sich halt selber so. Weißt du, daher kommt das einfach. Weißt du? Ja. Sie sagen, sie sind links, sie sagen, sie sind alle irgendwie, sie nennen alle immer antisemitisch, was macht die das eigentlich? Prosemitisch, aber wie gesagt, ich als Jude würde mit denen nie irgendwie was auch immer, einen Sabbat feiern wollen. Wie dem auch sei. Sven, du bist auch mit am Start, du kannst es gleich nochmal bekräftigen. Also danke, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, ja, mit reinzuschauen. Ja, sag einfach erstmal deine allgemeine Meinung. Also hast du in den Stream gucken können? Weißt du ungefähr, was ich gesagt habe? Was sagst du dazu? So ein bisschen. Hallo Uwe. Seid gegrüßt, ja, mal auf Arbeit, im Moment alleine. Ja, konnte alles gucken, konnte alles sehen. Silke schaut ja auch zu, wir unterhalten uns darüber. Wir haben ja die letzten Tage verfolgt, was mit dem Michi passiert ist und jetzt kommt er wohl raus. Das, was wir ja schon wussten, das, was ich auch schon gesagt habe, Mensch, jetzt spricht er selbst persönlich von einem Deal. Ist schon komisch. Also der Mensch hat in seiner Knastzeit schon viel Geld gemacht, denke ich mal. Und in dem Moment, wo die Tore geöffnet worden sind und er mit einer Limousine rausfuhr, war er wieder da und hatte schon ein Batzen Geld. Aber trotzdem ist er immer noch da. Und ja, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Meine Vermutung ist, oder das, was wir auch schon vorher gesagt haben, dass er jetzt noch ein paar Monate hierbleiben wird, wird seine Gerichtsverhandlung abwarten. Dann wird er vielleicht 7 Monate auf Bewährung oder irgendwas kriegen oder wird ihn angerechnet und dann wird er weg sein. Schneller, wie wir alle denken können. Aber so lange wird er die Leute noch irgendwo im Kreis rennen lassen, irgendwo hinter sich herlaufen lassen. Okay, der ein oder andere sagt jetzt, so groß war ja die Demo jetzt in Stammheim nicht. Aber wenn du wenn du mal zwischen den Zeilen hörst oder dir die Leute anhörst und wer sich jetzt auf einmal alles wieder um ihn schart, um Ruhm und Ehre zu kassieren und wisst ihr Geier was, dann ist das schon erstaunlich, wie viele Leute ihm da trotzdem noch hinterherrennen. Und so wird das Ganze nicht. Da haben wir andere Themen, die viel, viel wichtiger sind, aber mittlerweile sind ja auch wieder andere Leute auf dem Schirm und wir haben andere Themen auf dem Schirm. Das, wofür wir uns alle getroffen haben oder was hier in diesem Land jetzt noch passiert bis 2030 circa, das interessiert ja scheinbar gar keinen mehr. Naja, bis 2030, wo du es gerade sagst, ne, soll ja der Plan gehen zum Thema Querdenken von Michael Ballweg. Er hat ja eine Roadmap und damit also auf Deutsch einen Plan erstellt. Genau. Das halte ich auch alles nur für eine Finte. Ja, das ist immer nur die Art und Weise, wie er sagt, hier, ich bin jetzt wieder da, guckt mal, ich habe im Gefängnis ganz doll für euch gearbeitet, gebt mir Aufmerksamkeit, um nicht zu sagen, gebt mir Geld. Ja, das würde ich natürlich auch machen, wenn ich den perfekten Exit vorbereiten würde, weil er hat auf Füllmich-Manier, muss ich an dieser Stelle sagen, ja, das perfekte Vorargument geliefert. Alle werden sagen, naja, aber er hat doch geschrieben. Erstens hat das keiner gesehen, zweitens wird das nie verwirklichen, drittens macht das ohnehin keinen Sinn, was er geschrieben hat und viertens, alle Leute werden trotzdem damit argumentieren und das wird uns so lange hinhalten, dass er, wie du sagst, ja, in 6 Monaten, was auch immer, abgeurteilt sein wird und dann macht er trotzdem die Fliege. Ja, und dann werde ich natürlich dastehen und sagen, na, ich habe es euch schon immer gesagt, aber alle anderen werden sagen, aber er hatte doch seinen Plan, er hatte doch seine Roadmap. Ja, aber Eli, das ist egal, selbst wenn du recht, du hast recht und er wird abhauen nach 6 Monaten und trotzdem werden sie dann immer noch hinter ihm herlaufen, weil das eine Sekte ist. Die sind genauso, was mir auffällt, wie die ganzen Impffanatiker, also die Radikalen, ne? Auf der anderen Seite sind die genauso sektenhaft auf der anderen Seite, mit ihren Anbeten von Herrn Füllmich, von Herrn Schiffmann und jetzt Ballweg, das ist wirklich, du kommst denen nicht mit Argumenten an die ran. Das erinnert mich die ganze Zeit wirklich an diese Sache mit hier absolute Fallzahlen an positiv Getesteten, interessiert die nicht. Keine sterile Immunität bei der Impfung. Das ist, weißt du, und bei den anderen, bei den Leuten ist genau das Gleiche. Du kommst mit den Argumenten, mit den Fakten und die springen dir schon mit dem Arsch ins Gesicht, die Fakten, weißt, und es interessiert die nicht. Die bleiben trotzdem auf ihrer emotionalen Ebene und ja, wahrscheinlich, weil die einfach schon so viel Geld da gespendet haben, dass sie das nicht wahrhaben können, genauso wie die geimpft sind, jetzt nicht wahrhaben können, dass es jetzt diese Impfnebenwirkungen gibt. Also das ist, ich weiß nicht, vielleicht einen Psychologen mal fragen, was da los ist. Ich glaube nicht, dass man ein Psychologe sein muss. Ja, also ich habe es ja vorhin schon eingeblendet während meines Streams. Diese Herzensmenschen, das sind doch, Freunde, ja, so ganz ehrlich, bei aller Liebe zu all diesen Menschen, ja, und ich weiß gar nicht, warum ich die lieben sollte, ich will sie einfach nur kritisch analysieren. Ja, das sind jetzt hier keine, das sind keine
Hochbegabten in irgendeiner Form. Nein, nicht, außergewöhnlichen. Nein, nicht beleidigen. Das ist genau das. Was sage ich denn? Ich sage nichts Beleidigendes. Das sind ganz normale Menschen, die in ihrer Herzensmitte sind, für die das Wort Herzensmitte auch irgendwas bedeutet. Ja? Das ist verbaler Dünnschiss, der für gar nichts steht und im Prinzip immer nur gebraucht wird, wenn man irgendwie ja, pauschal signalisieren möchte, dass man doch so ein freundlicher, lieber Mensch ist. Ja? Aber diese Freundschaft und diese Liebe, die hört halt auf, sobald man in irgendeiner Form von Kritik konfrontiert wird. Ja, ja? Auf dem Kanal von Roger Bittel komme ich auch ganz viel mit dieser Herzensliebe in Kontakt und schwuppdiwupp bist du gebannt, wenn du auch nur eine kritische Frage stellst. Also ist alles für den Arsch, dieses ganze Herzmenschentum und so weiter und so fort, aber so sehen die halt aus. Das sind einfältige, ich muss ja an dieser Stelle meinen Rant zu Ende führen. Ja? Das sind einfache Menschen, ja, die haben sich auch zu Recht ausnehmen lassen und die erkennen das nicht, sie werden das nicht wissen wollen, sie werden es nicht wahrhaben wollen, aber das ist die Wahrheit und ob ich das jetzt nur sage oder ob ich es jetzt in Zucker verpacke, ändert nichts an den Tatsachen. So, jetzt. Ja, das ist, ich wollte nur sagen, das gibt so einen Spruch, den hat mir mal jemand gesagt. Man sollte offen sein, das ist gut, aber wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Und das ist halt, ja, weißt du, weil man braucht irgendwie Abgrenzung zu irgendwas, man braucht ja eine gewisse Position, damit man dann in eine Diskussion gehen kann. Aber die wollen ja nirgendwo anecken, die möchten in ihrer Wohlfühlblase bleiben und bloß nicht irgendwie irgendwas zur Diskussion stellen. Und ein bisschen gleich ein Spalter, weißt du? Ja, richtig. Aber dann sind wir ja nicht besser als der Mainstream, wenn man es nicht in Frage stellen darf. Richtig, und deshalb stelle ich ja in Frage und einer, der mit mir immer in Frage stellt, ist der Uwe. Uwe, ich möchte nochmal zurück zu dir kommen. Also wir haben jetzt gerade die Körper, ja, sag ich mal, die Spannung und so weiter, ja, Körpersprache von Michael Ballweg analysiert. Ironischerweise kommen wir damit auf das zurück, was ich vorhin bei dir belächelt habe, wo ich gesagt habe, jetzt lass doch mal die ganze Physiognomie weg. Wenn du das jetzt hörst, ja, was wir gerade gesehen haben und was wir gesehen haben vom Ballweg, hast du auch das Gefühl, das würde jetzt weiter betrachtet strategisch Sinn machen, dass man so einem Menschen jetzt, der sich offensichtlich auch verdrehen lässt, einen Deal anbietet? Also setzen die da auf das richtige Pferd, indem die ihm jetzt irgendeine Mission auftragen, dass er da irgendetwas erfüllen muss, um im Prinzip entsprechend rauszukommen? Also sollte es einen solchen Deal geben, jetzt von Seiten eben des Mainstreams, sprich des Staates, dann macht das schon Sinn. So, denn die Menschen in der Masse, die nicht bis zum klaren Denken vorangeschritten sind. Die sind in der Regel entweder Leute, die nur emotional sind oder aber Denken und Fühlen miteinander vermischen. So, nur emotional heißt, es muss immer alles nur lieb und nett sein und Denken und Fühlen vermischen heißt, es ist das, die Wahrheit ist dann da, wenn ich mich dabei gut fühle. Ja? Dann ist das ist die Wahrheit. So, sobald jemand etwas sagt, wobei ich mich schlecht fühle, kann das nur falsch sein. So, also wir haben unheimlich viele nur Fühler und dann noch eine ganze Menge Denkfühler und ganz, ganz wenige, die völlig emotionsfrei denken. Ja? So, und diese ersten beiden Gruppen, die benötigen, weil sie eben noch nicht selbstständig denken können, ja, deswegen benötigen die Vorbilder, die benötigen Idole, die benötigen Ideale, die benötigen irgendwelche Kampfbegriffe wie Freiheit, Frieden, Gleichberechtigung, Liebe, ja, das sind so Wörter, die triggern so das Emotionale und da fühlt man sich gut bei. Und jeder, der das hört, denkt sich und fühlt sich seinen eigenen Teil. Wenn man die Leute dann im Detail fragen würde, was hältst du denn davon, was stellst du dir genau darunter vor, stellt sich jeder was ganz anderes vor. So, und in der Protestbewegung gibt es eben auch so ein Triggerwort, so ein Mantelwort. Also ein Mantelwörter sind Wörter, die zieht man sich an wie einen Mantel, die sehen immer gut aus, egal was drin ist. Ja? So, und das Mantelwort, was wir in der Protestbewegung haben, ist die Bewegung. Wir sind doch alle eins. Wir wollen doch was, wir sind die Bewegung. Du darfst die Bewegung nicht spalten. Ja, Tatsache ist, dass es die Bewegung noch nie gegeben hat, sondern es hat immer nur Unmengen von Individualinteressen gegeben, kleinere und größere, und die alle verstecken sich unter dem Mantelwort die Bewegung. Ja? So, und weil die Bewegung ein so gutes Gefühl vermittelt, deswegen sind alle auch für die Bewegung. Aber jeder interpretiert für sich ganz alleine, was die Bewegung eigentlich ist. Für den einen ist es tanzen und sich gut fühlen, für den anderen ist es die Wahrheit zu sagen, für den dritten ist es Revolution zu machen und für den vierten ist es wieder was anderes. So, und das bedeutet, dass wir im Grunde genommen
Bei den Leuten, die nicht klar denken können, und damit meine ich, die überwiegend rein begrifflich, rein sachlich rational denken, haben wir Leute, die eine gestörte Realitätswahrnehmung haben. Und die benötigen Vorbilder, so Magnetpersonen, an die sie sich anhängen können, die ihnen sagen, wie sie sich fühlen sollen, was sie denken sollen, was sie tun sollen. Und Und in dem zwar bis Moment, wo diese Person, 2030. zum Beispiel, und wenn diese Personen aus irgendwelchen Gründen wegfallen, ja, dann sind diese ersten beiden Menschentypen, also die Nurfühler und die Fühldenker, so würde ich die jetzt mal ganz spontan nennen, die sind da so ein bisschen hilflos, weil die wissen ja gar nicht, was die anfangen sollen. Und Die da ersten. schließt sich, Uwe, an der Stelle muss ich reingrätschen, da schließt sich der Kreis zu meiner wirklich Hauptkritik, weil die Leute könnten ja an dieser Stelle sagen, okay, Evi, ja, was echauffierst du dich so darüber? Der Mann war ja ohnehin schon irrelevant, als er von der Staatsanwaltschaft da im Prinzip aufgesammelt worden ist. Wir zwei haben das ja zusammen durchgenommen. Was glaubst du, warum unter anderem eben, also meine Theorie ist, ja, warum eben dieser heiße Herbst zum Beispiel eben kein Potenzial entwickelt hat, wirklich die Nation im Prinzip aufzugreifen und irgendwie wachzurütteln? Weil es eine Schockstarre gegeben hat, ob im Prinzip dieses Themas, ja, das Thema hat die Leute so durchgerüttelt. Das hat man doch nicht vergessen. Das sind emotionale Ingenieure am Werk. Das sind Leute, die wissen ganz, ganz genau, wie packst du die Leute, welche Aktion ruft genau welche jetzt Reaktion, emotionale Reaktion bei diesen Leuten hervor. Wozu sind die danach noch in der Lage? Ja, und dann fütterst du das immer wieder Alexander Christ-Style, Ralf Ludwig-Style, indem du immer mal wieder Briefe aus dem Gefängnis. Ja, ich lese vor, was Michael Ballweg gesagt hat. Wir bleiben in der Liebe, wir hüten uns Also da vor möchte ich Spaltern im mal Gewand der rechten einmal Sache. kurz reinspringen. Ja. Mit diesen Briefe oder sonst nicht was aus dem Gefängnis. Die Untersuchungshaft ist ja keine Strafhaft. Das heißt, dort ist es doch möglich, auch für Nicht-Familienmitglieder den Häftling zu besuchen. Und Naja, auch ich für glaube, es muss schon Nichtrechtsverbände. genehmigt werden und ich glaube in seinem Fall, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie schwingt da Isolation halt mit drin. Also er war jetzt nicht doch in irgendeiner Gruppenzelle oder sowas, ja, und man hat offensichtlich besondere Sicherheitsvorkehrungen dort getroffen. Die Corona-Maßnahmen haben bis zuletzt noch komplett gegriffen und gegolten. Soweit würde ich gar nicht gehen, ja. Ich habe ihn sogar als Journalist tatsächlich überlegt, mal zu besuchen, um ein Interview mit ihm zu führen, aber die Hürden waren einfach zu groß. Ja. Also selbst ich hätte das jetzt im Prinzip mit Presseausweis nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz, ja, also ganz elementar betrachtet, das war natürlich wieder eine Story, in der man im Prinzip, wenn man schon kommen sieht, dass man es dicke treibt, ja, dass es halt hart wird, dass die Leute sich wegen Inflation, wegen zunehmendem Gasmangel oder was auch immer, ja, verarscht werden fühlen im Herbst, wenn die Leute erfahrungsgemäß halt eben auf die Straße gehen, ja, wenn man das alles kommen sieht als Staat und wenn man dann etwas inszeniert, wie zum Beispiel eben so etwas Einfaches wie einfach die Inhaftierung von Ballweg, ja, dann würde ich das doch natürlich machen. Die haben faktisch null Kosten und die haben eigentlich sich dadurch mindestens ein weiteres Jahr bis zum nächsten Herbst gewonnen. Und jetzt geht ja diese ganze Odyssee mit Ballweg in den nächste Runde. Deshalb musste er ja rauskommen, weil jetzt haben wir das nächste Titelthema, über das wir uns alle echauffieren können. Also wir echauffieren uns, machen dann irgendwann den Stream zu und leben weiter unser Leben und sind produktiv. Aber die ganzen hier Herzensmenschen da draußen, ja, die werden doch jetzt weiter die Ballweg-Show genießen. Oh, er war in Erfurt und am 29. kommt er nach Magdeburg und danach kommt er nach Berlin und der große Abschluss wird sein, wenn er dann ist am 17. Juni in Dresden, ja, und wird Eli da sein, um ihn zu konfrontieren oder whatever the fuck, ja. Das ist doch genau dieses Soap-Opera-Schmierentheater, was die brauchen, damit sie halt nicht in ihrer Mitte sind, sondern damit sie halt eben abgelenkt sind, ja, mit diesem ganzen Hokuspokus, anstatt halt zu merken, wie sie auf gut Deutsch hier verarscht werden. Ja, und das Ja, Sie wollen es doch so, Eli. Entschuldige, Sven. Sie wollen es doch so. Sie wollen es doch nicht anders. Wenn du die Menschen anguckst, und dafür werden wir kritisiert, genau das Gleiche ist doch genau das Gleiche. Die, die auf der Straße sind und ernsthaft. Und wir haben schon viele Sendungen hier gemacht mit Uwe zusammen. Und ich gebe Ihnen ja auch recht und ich merke es ja auch jetzt selber. Wir sind jetzt weggegangen, weil ich diesen Kaffeeklatsch nicht mehr haben möchte, weil ich ernsthaft irgendwas bewegen wollte. Und was wird mit uns gemacht? Wir werden heute noch, gestern noch im Juni im Ehrenschnack in Ihrem TV angegriffen, niedergemacht. Wie konnten wir nur? Warum haben wir das gemacht? Das sind diese Argumente von denen, die wieder nichts haben. Da fällt jemand weg, den sie hinterhergerannt sind. Und genau das ist hier, wie Uwe sagt, dieser Widerstand. Frieden, Freiheit, Liebe, Menschheitsfamilie. Jetzt sind wir auf einmal eine Friedensbewegung und eine Bürgerbewegung. Jetzt hören wir von dem Michi. Wir sind doch gar nicht im Widerstand. Nein, was sind wir denn sonst? Ach so, Wir sind wir auf einer bauen jetzt ein Reise. zwei.
Genau, wir sind auf einer Reise. Ich bin mit einer Reise mit euch und wir bauen eine andere Welt auf. Ja, viel Spaß, dann such dir die Welt, wo du die aufbauen kannst. Ich lebe immer noch in dieser Welt, in der ich noch 30, 40 Jahre, wenn es hochkommt, mit meiner Familie leben möchte. Und das ist aber keine Veränderung. Und die Menschen, die jetzt noch auf der Straße sind und wer denkt, wir werden mehr, der denkt nächstes Jahr auch noch, wir werden mehr. Nein, das sind die Menschen und das hört sich hart an, soll aber ja nicht hart klingen. Die hatten vorher kein Leben und die sind zufrieden, dass sie jetzt ein Leben haben. Die haben jede Woche zu tun. Die fahren dahin, die fahren dahin, die fahren dahin. Wie viele Demonstranten in Anführungsstrichen sind denn so aufgeklärt wie wir hier? Wie wir bei dir hier im Stream. Deswegen werden wir doch alle angefeindet. Wir werden so massiv angefeindet und nach Bittel erst recht. Weil wir das halt nicht machen. Wir sind halt nicht die, die Blumen verteilen, die Gesang verteilen, die immer sagen, ihr seid die Besten. Nein, weil wir was verändern wollen. Und auch Uwe mit seiner Art, der nie bei Demonstrationen ist, habe ich auch schon so oft gehört, wie kannst du mit dem Uwe in einem Stream sitzen? Wo ich dann sage, Leute, wenn ihr ein wenig Gehirn hättet und mal Gehirnwindung einschalten würdet, würdet ihr genauestens zuhören, was der Uwe zu sagen hat? Und dann nachdenken. Nachdenken, was dort gesagt wird. Darf ich dazu was sagen kurz? Aber das wollen die doch gar nicht. Sie wollen es nicht. Sie wollen Nein, sie können es nicht. Und kritisieren. Weil, genau, weil sie nicht können. Sie können es nicht. Dazu muss wir brauchen, warte mal, Herr Ress, Entschuldigung. Guten Moment. Wir sind nicht die anderen Länder. Wir Deutschen schlafen immer noch tief und fest. Immer noch. Uns jetzt zu gut. Das wird immer so bleiben. Sie werden häppchenweise alles abmachen und alles abschalten und uns alles wegnehmen. Und irgendwann werden wir da stehen und sagen, warte mal, jetzt ist zu spät. Richtig, jetzt ist zu spät, weil wir alle tief und fest geschlafen haben. Die Einzigen, die sich dann vielleicht noch retten oder irgendwas bewirken können, sind wir hier, die sich ein bisschen kritischer unterhalten, die ein bisschen nachdenken können und die vielleicht auch in ihrer Lebenserfahrung so viel erlebt haben, dass sie häppchenweise wissen, wo es hingeht und wir könnten uns denn helfen. Aber die anderen, ich weiß nicht, denen ist nicht mehr zu helfen. Sie werden immer jemanden suchen, wem sie hinterherrennen können und an wen sie sich ranheften können. Aber alleine nachdenken, alleine irgendwas machen, werden die niemals können. Harris, was wolltest du sagen, Harris? Ja, nur kurz. Sorry. Kein Problem. Ich habe mir von Uwe die ganzen Zusammenfassungen angeguckt zum Corona-Ausschuss und fand das ja sehr informativ. Ich habe manche Videos sogar zweimal gesehen und bin da ins Detail und hat mich unglaublich interessiert, weil ich auch so jemand bin, der so analytisch ist und mich interessiert das. Und das ist ja unglaublich spannend auch. Ne? Und ich habe das aus meinem Umfeld Leuten gezeigt und die haben nicht mal 5 Minuten durchgehalten. Mhm. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir haben es ja mit Leuten zu tun, die so eine kurze Zündschnur haben. Also ich habe aus meinem Umfeld war nur ein einziger dabei, der gesagt hat, oh krass, da bin ich mit dem Film mich ja echt getäuscht. Weißt? Und der Rest so, oh nee, das ist mir zu viel, das ist euer, nee. Die wollen einfache Antworten auf komplexe Sachverhalte haben und bleiben damit auf der emotionalen Ebene. Und ja, das, ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Ob das ja, da kommt man gar nicht raus. Also ich habe mal vor ein oder zwei Jahren ein Video gemacht über ein 200 Jahre altes Thema, nämlich was ist Aufklärung von Immanuel Kant. So ein 15, 20 Minuten Video, auch auf meinem Kanal. So, und ich habe das mal analysiert. Also damals schon, ich weiß nicht, was 1814 oder so, ja. So, da hat der Kant eben festgestellt, ja, die Leute möchten dumm bleiben. Ja, weil es bequemer ist. Weil würden sie nicht dumm bleiben wollen, müssten sie ja für ihre eigenen Gedanken Verantwortung übernehmen und für die Taten, die sie aus diesen Gedanken und Entscheidungen heraus treffen. Das möchten sie nicht. Deswegen nehmen sie lieber die blaue Pille, ne? Genau, der Aufwand, diese Sonnenbrille aufzusetzen, ich möchte nichts sehen, ich möchte nichts hören, ich möchte gar nichts wissen, ja, der ist unheimlich hoch. Das heißt, mit demselben psychischen Aufwand könnte man auch ja eben sehen wollen und handeln wollen und sich weiterentwickeln wollen. Aber ist der Grund, warum man das nicht macht, ist die Angst. Die Angst, selber für sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Also das hat der Immanuel Kant vor 200 Jahren festgestellt. So, und ich fand das eben damals so interessant. Ich meine, ich hatte ja mal Philosophie studiert. Ja, mir war es ja vorher nicht unbekannt. Aber auch jetzt im Zuge meines Videokanals dachte ich mir, ach, das sprichst du auch ruhig mal an. Ja, so, und dieses Thema ist nach wie vor, meine ich, hochaktuell. Also psychologisch gesehen sehe ich gar keinen Unterschied zu 200 Jahren.
die Leute sind nach wie vor so. Du kannst keinem etwas beibringen, der nicht vorher schon sich innerlich so weit entwickelt hat, dass er quasi an der Schwelle zum Wissen des jeweiligen Themas ist. Ja? So, wenn er sagt, ja, das interessiert mich, das würde ich gerne wissen, und dann sucht er sich jemanden, einen Lehrer, eine Information, ein Buch, ein Video, wo er sich informieren kann. Aber jemand, der diesen Drang noch nicht hat, dem kannst du alles vorlegen. Und dann sagt er, ja und? Bedeutet doch gar nichts, interessiert mich doch gar nicht. Ja? Mhm. So, und das Interesse ist eine rein subjektive Angelegenheit. Du kannst niemandem Interesse beibringen. Ja? Du kannst niemandem Motivation beibringen. Entweder er hat es oder er hat es nicht. Ja, deshalb sind diese Motivationscoaches, ja, die sich alle als so super duper erfolgreich immer wieder inszenieren, immer wieder vor denselben Leuten in denselben vollen Hallen, und die Hallen, die werden immer noch voller, die werden nie leerer, ja. Wenn die so erfolgreich wären, müssten die eigentlich vor immer weniger und weniger Leuten auftreten, weil die eigentlich Leute befähigt haben. Die sind ja erfolgreich. Na, die sind erfolgreich. Naja, die sind erfolgreich im Sinne von, dass die natürlich die Kohle machen, aber wie unerfolgreich, also das Geschäftsmodell zielt gar nicht darauf ab, Leute in die Selbstständigkeit im Prinzip zu bringen, weil allein das Konzept, dass jemand anderes sich selbstständig macht, ja ohnehin schon fragwürdig ist. Wir müssen alle lernen, irgendwann zu fliegen, ja, und die Eltern, die geben einem Wurzeln und eben was Flügel. Ja, also wenn du die Flügel hast, musst du irgendwann selber lernen, sie zu benutzen. Man kann dich nicht an die Hand nehmen und dir jeden einzelnen Flügelschlag auch noch zeigen. Ja, klar kann man viele Sachen lernen, aber du hast absolut recht, Uwe. Intrinsisch muss das in den Leuten drin sein. Und intrinsisch sind 95% der Leute Schafe. Und das inkludiert auch die Leute in unserer, Achtung, Bewegung. Ja, weil warum sollte das denn in irgendeiner Form anders sein? Ja, was ist dann der Unterschied zwischen dem Mainstream-Schaf und dem Schaf, was bei uns in dieser sogenannten Bewegung ist? Ja, das eine ist geimpft und das andere ist nicht geimpft. Ja, warte. Ja. Nein, da ist gar kein Unterschied. Und vor allen Dingen, das ist uns sogar schon seit über 100 Jahren bekannt. So, es hat doch mal der Herr Le Bon die quasi Theorie zur Massenpsychologie entdeckt. Ja? So, und eine der Grundsätze ist ja, je größer ein Kollektiv ist, also eine soziale Gruppe, desto dümmer ist dieses Kollektiv. Mhm. Das wiederum, wenn man das jetzt mal als wahr annimmt, jetzt mal rein hypothetisch, heißt es, wenn nicht alle sowieso einer Meinung sind, gibt es ja zumindest in einem Kollektiv schon mal zwei Gruppen, nämlich eine große Gruppe und eine kleine Gruppe. Wenn der Satz von Le Bon stimmt, dann ist eins klar, du brauchst schon mal gar nicht dahin hören, was die Leute in der größeren Gruppe sagen, weil die sind ja in der Summe dümmer als die in der kleineren Gruppe. Na, die Wahrscheinlichkeit also, dafür, dass sie falsch liegen, ist auf jeden Fall größer. Ja, das kannst du in der Tat statistisch so das Spielchen treiben. Weil die Intelligenzstufe dort ein paar Punkte höher ist. Aber innerhalb der kleineren Gruppe sind sie auch nicht alle eins. Das heißt, dort hast du genau dasselbe Thema. Und das, was Harris jetzt eben anspricht. So, wir haben also den Mainstream, wo dann wir die vielen Schlafschafe haben. So, und dann haben wir die abgespaltene Gruppe der Wahrheitsbewegung, ja, der Selbsternannten, die dann sagt, ja, wir wissen ja etwas, was dem Mainstream nicht wahr ist. Ja? So, aber innerhalb dieser Gruppe besteht natürlich genau dieselbe Relation. Ja? So, das heißt, da gibt es dann auch wieder eine Untergruppe, die sagt, naja, was die Wahrheitsbewegung sagt, das ist aber so wahr dann auch nicht. Ne? So, und dann so kannst du das immer weiter eingrenzen. Und im Grunde genommen würde man, wenn man das jetzt bis in die Unendlichkeit macht, irgendwann mal dahin kommen, dass eigentlich alle immer nur über Teilwahrheiten verfügen. Und ganz zum Schluss ist dann eine Person, ja, die den Durchblick hatten. Alle anderen haben nur scheinbar den Durchblick, beziehungsweise nur teilweise. Also ich sage ja gar nicht, dass ich den kompletten Durchblick habe, aber wir sind auf jeden Fall etwas aufgeklärter, weil wir einfach auch nicht Rücksicht darauf nehmen müssen, dass die Argumente dazu führen, dass wir uns wohlfühlen, damit sie richtig sind. Ich möchte ganz kurz hier noch die Community mit ins Spiel bringen. Und zwar hat Dominik geschrieben, vielen lieben Dank, mein Guter, habe gerade eine Parallele. Ballweg ist der Impfstoff der Herzensmenschen, der als wirksam versprochen wurde, jetzt aber nur ein Scharlatan ist. Was die Herzensmenschen nicht wahrhaben wollen, wie die Impffanatiker, wo der Impfstoff ebenfalls nicht schützt. Ja, könnte man schon so sagen, nur dass, Ballweg wirkt halt eben dadurch, dass er die Leute meiner Meinung nach in eine Trägheit führt. Ja, also in dem Sinne, ja, wäre Ballweg eigentlich ein Placebo-Impfstoff.
Während der eigentliche Impfstoff, über den wir reden, der hat ja leider Gottes viel zu viele negative, eindeutig vielleicht sogar destruktive Eigenschaften und ist kein Placebo. Zumindest einige wenige haben das sehr eindeutig zu spüren bekommen. Also der Vergleich ist nicht schlecht, er ist nur nicht hundertprozentig richtig. Uwe, Sven, du bist gleich als nächstes dran. Ich möchte nur kurz die Kommentare hier abschließen. Skycrack hat geschrieben, was er denkt, wer heutzutage der Spiegel ein Interview gibt und Herrn Reichel auf einer Kfz-Rückbank mit dem amtlichen Kennzeichen Sau freiwillig neben sich sitzen lässt, ist in meinen Augen entweder naiv oder ein Kasperle-Theater-Puppe oder beides. Fragt sich nur, welche und wessen Hände da drin stecken könnten. Also eine Sache will ich hier an dieser Stelle, drei Sachen will ich hier entkräftigen. Also erstens hat er meines Wissens nach niemals dem Spiegel ein Interview gegeben. Zweitens war das nicht Herr Reichelt auf der Rückbank, sondern irgendein No-Name-Reporter, der nicht für Reichelt gearbeitet hat, sondern für den Pleiteticker. Ja, ich weiß, die unterstehen im weitesten Sinne Rome Entertainment, das ist ja die Firma von Reichelt, aber nichtsdestotrotz, Reichelt war auch nicht involviert. Und drittens, der Fakt, dass das Nummernzeichen SAU ist, ist ein Zufall und da würde ich überhaupt nichts reininterpretieren. Das ist jetzt bitte um Himmels Willen keine Anspielung auf irgendwelche satanischen Kinderschändungsrituale, sondern einfach nur Stuttgart und dann AU und irgendeine belanglose Ziffer. Ja, und noch eine Sache will ich an dieser Stelle richtigstellen. Er ist rausgefahren worden im Privatfahrzeug eines seiner Anwalts und das war ein gehobenes Mittelklasse-Auto, das war keine Limousine. Also bei allem Respekt oder auch jeder Abneigung, ja, wohlverdient gegenüber Herrn Ballweg, lasst die Kirche im Dorf, diese Sachen möchte ich unmissverständlich klarstellen. Sven, jetzt du. Hallo, ich muss gleich weitermachen, deswegen... Ja, nochmal, guck mal, es liegt ja nicht nur an den Herrn Ballweg. Es sind ja viele, viele anderen auch noch. Man muss diese ganze Rad sehen. Also die Menschen da draußen ist ein extra Rad, so wie Uwe so schön sagt. Und wir in unserem Rad sind ja auch nochmal ein Rad. Und diese Räder teilen sich ja nochmal. Und das ist einzig und allein dem geschuldet, weil hier keiner so richtig erkennt, wie schlecht es uns gehen könnte in vielleicht 1, 2, 3 Jahren, wenn es so weitergeht. Wenn es jenen betrifft, ist es meistens zu spät und wir hätten alle früher irgendwie was machen müssen. Ja? Jetzt haben wir uns alle eingerichtet, also alle, auch diese Widerstandsbewegung und diese Menschen eigentlich, die wir alle zusammen eigentlich mit auf die Straße bringen wollten, da wird auch keiner mehr von kommen. Also der Kuchen ist sozusagen verteilt, in welche Richtung auch immer. Ob es hier ums Geld geht, ob es hier um Ruhm geht oder Ehre oder Neid oder Kritik. Es hat sich alles eingerichtet. Und wir sind eben die, die immer wieder darauf hinweisen, Leute, es könnte etwas passieren, klärt auf, wo ist die Aufarbeitung, warum wollt ihr die Menschen nicht erreichen und, und. Aber solange uns es nicht schlecht genug geht, werden wir hier in Jahren noch miteinander sinnieren, jede Woche uns in den Zooms treffen und werden darüber reden, aber wir werden damit nichts verändern. Und wir sind die, die das Ungelogen sagen und dafür werden wir kritisiert. Weil, wie könnt ihr nur, wir werden doch immer mehr. Ja, das kann man sich einreden, aber wenn man das faktisch nimmt, werden wir nicht mehr, sondern wir richten uns alle in den jeweiligen Nischen ein. Und die paar, die es vielleicht noch gibt, die wütend sind, die ausflippen könnten, dass es Menschen gibt, so viele Menschen hier in diesem Land, die das nicht verstehen, ja, die werden sich hier bei dir versammeln und weiter darüber reden, aber wir werden so nichts erreichen. Deswegen muss jeder von uns irgendwie sehen, wie er durchkommt, weil die Fakten, die wir über diese Menschen, über die wir hier sprechen, Eli, liegen seit mindestens 1,5, 2 Jahren auf dem Tisch und sie sind klar. Und auch wenn du heute einen Menschen triffst, der nur auf dieser Seite ist, den kannst du die Fakten nennen und so wie Uwe sagt, die sagen, na und, ich renne dem trotzdem hinterher. Okay. Mhm. Dann können wir sagen, was wir wollen. Da klappt nichts. Die sind verhaftet mit dem Denken. Ja, und deswegen ist es eben, komme ich zu meiner Grundaussage zurück, die ich schon vor 2 Jahren getroffen habe. Vor 2,5 muss man ja mittlerweile sagen. Es ist eine Frage des Bewusstseinszustandes. Es ist ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel. Es ist keine Frage von Politik. Es ist keine Frage von Agitation. Es ist keine Frage von Widerstand. Das ist eine Frage, wie die Masse der Bevölkerung, auf welchem inneren Entwicklungslevel die sich befinden. So, und solange die sich nicht entwickeln, können die wenigen, ja, die 500.000 oder 1 Million oder vielleicht auch nur 10.000, können die Männchen machen, ja, und die können Spagat machen, ja, und die
ich weiß nicht was alles, es wird überhaupt nichts bringen, weil gesellschaftliche Veränderungen eben nur funktionieren, wenn die Gesellschaft es mitmacht. So, und wie ich vorhin sagte, auch die negativen Sachen, eben die Augen zuzuhalten, kostet Energie, das muss man wollen. So, und wenn eben zum Beispiel Staaten weltweit anfangen, Angstpropaganda zu machen, dann kann man sagen, das dürfen die Staaten doch nicht machen. Ja, aber die Tatsache, dass sie das machen, ist ja nur ein Angebot, ja, an die Bevölkerung, sich von dieser Angst auch erschrecken zu lassen. Man muss sich nicht erschrecken lassen. Man könnte auch sagen, ja, es ist schön, dass du mir einen Horrorfilm anbietest, aber ich gehe da jetzt nicht hin. Ich spiele da einfach nicht mit. Ich mag mehr Komödien. Ja? Im Übrigen ist das auch schon passiert, bei der Schweinegrippe zum Beispiel, bei BSE und wo sie das früher versucht haben, ja, Ebola. Da ist ja, ist ja genau dasselbe, sag ich mal, Rezept gefahren worden, genau derselbe Fahrplan. Und die Leute haben einfach gesagt, gesellschaftlich, kollektiv, alle zusammen, wissen wir, interessiert uns nicht. Ja, gut, aber da haben die Medien nicht mitgespielt, ne? Also bei der Schweinegrippe. Nee, würde ich nicht sagen. Die haben das auf jeden Fall versucht. Also ich bin selber Medienmacher, weiß Gott, ja. Die haben die genauso angezogen, wie sie das bei Corona gemacht haben. Der Unterschied war einfach, die Zeit war reif für Corona. Ja, aber der Punkt ist eben der, dass eben die Aktivisten, ja, also die Widerständler, die denken immer, wenn wir jetzt was machen, dann bewegt das was, ja. Was sie aber nicht verstehen, ist, dass es wie auf dem Schiff ein Kapitän auf dem Meer ist. Der Kapitän kann zwar sein Schiff hinlenken, wo er will, aber am Meer kann er gar nichts ändern, ja, sondern das Meer hat seine eigenen Gesetze, seine eigenen tiefen Strömungen. So, und solange sich diese Strömungen nicht ändern, kannst du auch mit deinem Schiff oben an der Oberfläche hinfahren, wo du willst, ja, aber das Meer wird dadurch kein anderes, ja. So, erst dann, wenn sich also in den tiefen Schichten, ja, im Unterbewusstsein der Völker was ändert, erst dann können die, die oben Kapitäne sind, auch gesellschaftlich was ändern. Ansonsten machen die eigentlich nur eine Ego-Tour und sagen, ja, ich hätte das, ich hätte gerne das und die Welt müsste das und die Welt müsste das. Ja, aber die Welt tut es nicht, weil die Welt das gar nicht will. Wobei das kein Angebot, dieses Angebot, muss ich an dieser Stelle mal sagen, müssen wir dennoch den Leuten machen. Ja? Also es gibt sehr wenige Macher und an dieser Stelle muss man auch festhalten, dass Michael Ballweg offensichtlich dazugehört. Er hat, ob das jetzt nur klare Motive waren oder undurchsichtige, er hat diese Demonstrationen groß gemacht, ja, bevor er sie dann komplett verlassen hat. Und die Leute mussten halt eben zeigen, ob sie darauf einsteigen oder nicht. Das ist, also was du jetzt kulturell beschreibst, hast du absolut richtig. Der Nährboden muss eigentlich da sein. Aber nichtsdestotrotz, auch in Zeiten, wo die Kultur so weit ist, würde ich sagen, braucht es immer wieder Individuen, braucht es dieser Michael Ballwegs oder wie auch immer, um das Angebot zu machen, damit sich etwas verändern kann. Ja, natürlich. Also die ganze Menschheitsgeschichte ist nur durch Individuen bewegt worden. So, das heißt, die Individuen, die tun etwas, aber damit ihre Taten erfolgreich sind, müssen sie zum Zeitgeist passen. Ja? Sie müssen auf die Bedürfnisse der Masse passen. Ja, ja, so, und das heißt, es gibt Ideen, die sind zu. Ja, alles gut. Lieber Sven, danke, dass du reingeschaut hast. Es gibt Ideen, die. Warte mal, noch ein Schlusssatz zu dir, Eli. Er hat in der richtigen Zeit seine Demos gemacht, wo die Menschen in Aufruhr waren und wo sie Angst hatten. Er ist genau dort reingekommen, wo es wichtig war. Und jetzt ist er weg. Mal darüber nachdenken. Bye, bye. Alles klar. Gut, was ich sagen wollte ist, was wollte ich eigentlich sagen? Jetzt hat mich das durcheinander gebracht. Warte mal, Sven, ich stelle mal hier raus. Wenn du das nicht hinkriegst, danke, dann mache ich das halt so in den Warteraum stellen. Da seid ihr zwei wieder. Noch einmal wechseln, dann ist es besser. So, Wo waren wir? Jetzt habe ich es. Okay, Michael Ballweg, ja, hat in der Tat meiner Meinung nach etwas bewegt, ja, und wie wir auch gerade bei Sven gehört haben, ja, hat er zur richtigen Zeit offensichtlich das gemacht, was er konnte, im Rahmen des Potenzials, das ihm halt eben zur Verfügung gestanden hat. Nur, das erklärt immer noch nicht seine Absichten und insbesondere nicht seine langlebigen Absichten, das wird immer wieder vergessen, ja, die Leute unterstellen, dass was auch immer für ihn richtig war, für Michael Ballweg, in seinen Parolen, in seiner Auffassung, was im Sommer 2020 entweder zufällig oder mit Nachhilfe des Staates gefunkt hat, gewirkt hat, ja, dass das auch genau das sein muss, aus irgendwelchen Gründen jetzt, was auch 2023 zieht und wahrscheinlich sogar jetzt noch gestreckt werden kann bis hin zu 2030, wenn es nach Michael Ballweg geht. Und da muss ich halt eben sagen, das kollidiert halt eben einfach nur mit der Realität, weil wir wissen, wie fragil, ja, offensichtlich halt eben unsere Realität hier sein kann. Heute denken wir das eine, morgen schon kommt irgendein Faktor und schmeißt das alles komplett über den Haufen. Und wie träge diese ganze Bewegung geworden ist und wie auch irgendwie schwachsinnig sie auch ist, dass sie halt sagt, ja, was X an dem Tag halt eben gesagt hat, müsste halt jetzt für immer gelten. Das ist das, wo ich mir am schwersten damit tue, das also innerlich auch verkraften zu können, weil das schreit einen an. Das sind elementare Überlegungen, aber wie ihr auch alle gesagt habt, ja, damit kommt man offensichtlich
bei diesen Leuten irgendwie nicht weiter. Nichtsdestotrotz ist das alles nicht Gegenstand eigentlich des Gesprächs, das ich führen wollte. Die Frage war vielmehr, und jetzt möchte ich die Kurve dazu kriegen, ob das denn jetzt halt eben tatsächlich für ein Comeback von Querdenken reicht. Ist das Querdenken-Comeback in greifbarer Nähe? Wird er jetzt tingeln? Er kriegt ja jetzt nochmal Unterstützung. Es wird jetzt im Prinzip irgendwelche Restaurants geben beim Tobi Fink, ja, vom Schreiwalle. Es wird in Magdeburg eine größere Demo geben am Ende des Monats. Ich weiß, dass Sachen schon geplant sind für, wie gesagt, jetzt den 17. Juni, glaube ich, wo Michael Ballweg Ehrengast in Dresden sein soll. Wenn wir eine Sache wissen, dann, dass Dresden gloriose Demos veranstalten kann. Zumindest sehen sie schön aus, auch wenn sie wenig bewirken. Wird das alles im Prinzip genau die Stütze sein, ja, die Schützenhilfe, die Michael Ballweg braucht, um Querdenken zu alter Größe aufleben zu lassen. Vielleicht du zuerst, Harris. Wird das alles reichen? Also ich denke schon, dass im Sommer wieder was kommen wird, so wie wann war das, 21? Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr. Ja, 21 waren auch die beiden großen Demos. Ich denke die großen schon, Demos waren 20. 20, genau, 20. 21 war ja auch noch ein bisschen was. Es könnte schon noch wieder was kommen. Ich kann mir schon vorstellen, weil die Leute stehen ja hinter ihm. Es gibt ja diese, wie Uwe gesagt hat, wie die Gefühlsmenschen und die Gefühlsdenker. Und die werden da sein. Mhm. Und wenn das Wetter wieder passt, kann ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich nicht so groß wie da am Anfang. Wie viel waren es? Eine Viertelmillion beim zweiten Termin. Ja, jetzt bin ich gespannt, dass du das, dass du immer noch diese Zahlen übernimmst. Das lässt mich natürlich ein wenig schaudern. Wie viel auch immer. Spielt jetzt keine Rolle. Gut. Und ich kann es mir schon vorstellen, dass wieder was in Berlin sein könnte am Brandenburger Tor, wenn es nicht verboten wird, ne, ist klar. Mhm. Aber dass jetzt irgendwie Querdenken wieder ein Comeback kriegt wie 2020, also so, dass es wieder in aller Munde ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Weil dafür ist die Bewegung in Anführungszeichen schon viel zu gespalten. Und das Thema Außenpolitik kommt ja jetzt auch noch dazu. Und das wollte ich auch noch dazu sagen. Es ist ja nicht nur auf Corona beschränkt. Die Frage ist ja, werden die jetzt eine neue Pandemie dann starten, nächstes oder übernächstes Jahr? Was ist bis dahin im Ukraine-Konflikt? Da ist ja auch nochmal viel Spaltungspotenzial. Also ich würde einem Reitschuster zum Beispiel bei Corona absolut zustimmen, bei Russland, Ukraine überhaupt gar nicht. Ne? Also, und das habe ich, gibt es auch genauso andersrum. Ich kenne Leute aus meinem Umfeld, da würde ich sagen, der Ukraine-Thema gehe ich voll mit, aber bei Corona gar nicht. Mhm. Und ich denke, das Ganze wird jetzt ziemlich disparat, jetzt auch bei den Inhalten. Das war ja was ganz Neues, diese Pandemie da 21, als es losging. Es hat ja alle so zusammengeschweißt. Da gab es so eine Art Burgfrieden bei uns im Widerstand sozusagen. Da war ja erstmal egal, was man bei den anderen Themen denkt. Aber jetzt sind ja andere Themen wie der Ukraine-Konflikt ja wieder mehr im Fokus. Mhm. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass es wieder so wird wie 2020. Aber ein bisschen was schon im Sommer. So, ich will eine Sache nur ganz kurz widerlegen, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist von dem vielen, was du gesagt hast, und das ist, dass Michael Ballweg im August irgendeine Demo macht. Jetzt wird er das wahrscheinlich extra machen, nur damit ich alt aussehe, aber an sich, strategisch, ja, wäre das für ihn eine ganz, ganz dumme Entscheidung. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Also bis dahin wird sein Prozess irgendwie fortgeführt werden, ja, und da wird er sich, also wenn er irgendwie gute, kompetente Rechtsberatung hat, wird er den Teufel tun, den Staat in dieser Zeit noch extra in irgendeiner Form herauszufordern und sich als Staatskritiker zu profilieren. Dann machst halt Ralf Ludwig als Strohmann oder so. Weil ja, natürlich egal, kann Ralf Ludwig das als Strohmann machen, das ist vollkommen klar. Und natürlich, aber nichtsdestotrotz, ja, ein Michael Ballweg muss die Sache ja unterstützen, muss dazu aufrufen, muss sein Gesicht dafür hergeben, selbst wenn er nichts davon organisiert. Ja. In irgendeiner Form muss er sich mit dieser Sache assoziieren. Und wie gesagt, wenn der auch nur einen Funken Restverstand hat, dann sollte er davon wirklich die Finger lassen, einfach nur so lange, bis die Sache für ihn durchgestanden ist. Man darf nicht vergessen, für ihn stehen Millionen auf dem Spiel. Da geht es nicht mal darum, dass er jetzt also mutmaßlich vielleicht wirklich 1,1 von 1,2 Millionen ausgegeben haben will für im Prinzip die Organisation von zwei Demos. Das kann ja vielleicht irgendwo tatsächlich sein, ja, aber ihm ist sein Privatvermögen, ja, komplett eingesackt worden. Wenn er irgendwie eine gütliche Einigung dieser Sache irgendwann mal erzielen will, dann sollte er eigentlich diesen Bären da, ja, nicht unbedingt auch noch ärgern. Ja, sollte außer der Staat möchte das.
Naja gut, der Staat will das natürlich, vollkommen klar. Das Finanzamt will von mir auch meine ganze Kohle. Das ist immer nein, so. Nein, ich meine, der Staat möchte, dass er die Demos organisiert. Vielleicht. Nein, ja, der Staat, der hat, ich glaube nicht, also er hat seine Schuldigkeit getan und in diesem ganzen desolaten Zustand, während er im Prinzip, während alle auf ihn hoffen und er aber nichts hinbekommt, ist er eigentlich der perfekte, sag ich mal, für die jetzt auch Vorwand, ja, um die Leute in dieser Schockstarre warte zu behalten. Ich glaube nicht, dass eine Wiederholung von 2020 in irgendeiner Form 2023 wirklich funktionieren kann. Du hast es ja selber gesagt, die Faktoren haben sich geändert. Ja, wir haben jetzt Mangellage an Gas, ja, wir haben jetzt Mangellage an im Prinzip außenpolitisch gesehen Frieden, ja, wir haben Mangellage an so vielen Dingen, ja, die im Prinzip uns alle sehr viel mehr beschäftigen. Und gleichzeitig diese Balance, ja, zwischen im Prinzip, wir müssten doch, aber eigentlich haben wir doch gerade erst und irgendwann müssen wir doch mal durchschnaufen. Ja, also der Moment dieses losgelösten Engagements, wo man sagt, ja, wir können die ganze Welt erobern, ja, der ist jetzt auch vorbei. Der kann auch nur wahrscheinlich so alle paar Jahrzehnte mal wiederkommen, ja. Insofern, Leute können natürlich für mich in der Nostalgie leben, aber ich sehe da kein Potenzial dafür. Uwe, wie siehst du das? Schließt du dich mir an, weil ich recht habe, oder liege ich komplett falsch? Ja, also ich denke, es wird mit der Protestbewegung genauso gehen wie mit dem Ukraine-Krieg. Es ist ein Stellungskrieg, wo derjenige gewinnt, der am längsten durchhält. So, und wir sehen, dass eben diejenigen, die jetzt den Mainstream vertreten, ja mit allen Wassern gewaschen sind, ja, und immer wieder neue Eskalationsstufen aus der Tasche ziehen. So, und dass die Protestbewegung eigentlich in einem Ermattungsstadium ist, in einem Ermüdungsstadium, in einem Stadium, wo langsam die Depression anfängt, sich auszubilden, nach dem Motto, es lohnt ja doch alles nicht, so, weil der Staat macht ja, was er will, egal, was wir wollen. Mhm. So, und es ist da auch dieser Gewöhnungseffekt dran, nach dem Motto, ja, es ist so schlimm, ist es ja dann doch nicht. Ne? Also die Impfpflicht gibt es ja nicht mehr. Ne? Und ob dann demnächst noch eine kommt, ist ja noch ungewiss. Bis dahin können wir erstmal noch warten, so ungefähr. So, und. Also ich denke, hier ist eben, haben die soziologischen Strategen des Mainstreams die Sache eigentlich doch ganz gut im Griff, nämlich dass sie psychisch stärker sind, ja, als das Volk, das sie ja eben unter Kontrolle kriegen wollen. So, und da mag es sein, dass man irgendwo kleine Teilerfolge gibt, ja, so dass vielleicht auch einzelne Politiker mal ausgewechselt werden müssen, weil sie dann als unliebsam oder inkompetent erscheinen. Aber vorerst, denke ich, ist die psychische Kraft auf der Mainstream-Seite stärker. Vielleicht nicht bei den einzelnen Politikern, aber bei den Strategen, bei den Strippenziehern dahinter. Denn man darf ja nicht vergessen, die sind ja völlig unangefochten. Vor deren Haus demonstriert keiner. Ja, in deren Autos wirft keiner irgendwelche Molotow-Cocktails, ja, sondern ja, die sitzen da, ja, und können ihre Pläne schmieden. Die sind ja also ganz entspannt im Hier und Jetzt. Ja, aber ganz entspannt, glaube ich, sind die auch nicht, weil denen läuft ja auch die Zeit davon, weil das System wird ja auch von außen angegriffen. Hier, wir sehen ja Dollarabwicklung und hier Energiekrise. Und nochmal so eine Pandemie durchziehen, wird jetzt schwieriger werden, auch für die. Also, Naja, also ich sehe das, ich habe mich die Hälfte meines Lebens mit Wirtschaftsthemen und Börse und solchen Sachen beschäftigt. Ja. Und eigentlich ist es immer so gewesen, dass jeden Monat hieß es immer, das Finanzsystem ist so schwach, es muss jederzeit tot umfallen. Ja. Das höre ich seit 30 Jahren. Ja, aber gut, aber es war ja noch nie so weit, dass jemand die Leitwährung abwickeln wollte. Das ist jetzt wirklich neu. Also das ja, ist, aber auch, das auch solche Sachen sind Dinge, die bringen den großen Elefanten nicht zum Wanken, sondern das sind Sachen an der Oberfläche. Ja, so dann wird dann eben die eine Währung ersetzt durch eine andere Währung. Haben wir alle schon mehrfach gehabt. Das interessiert die Leute, die das steuern, überhaupt gar nicht. Gut, aber das wird die schon interessieren, wenn wir hier 40-50% Wohlstandsrückstand dann haben, Wohlstandsverkürzung dadurch bekommen, weil ja wir nicht mehr auf Kosten der restlichen Welt leben wollen, die BRICS jetzt hier einen Teil vom Kuchen haben wollen. Das wird sich schon jetzt auswirken auf uns. Ja, wer ist jetzt Sie? Verstehe ich auch gar nicht. Also du hast mich auch ein bisschen schwindelig geredet. Erst warst du bei Disparat, jetzt bist du bei Wohlstandsverkürzung. Harris, ich muss dir auf jeden Fall sagen, ich ziehe meinen Hut. Entschuldigung, ich meine, wir haben ja hier wirklich auf der internationalen Ebene ja wirklich einen Konflikt zwischen Westen und BRICS. Und es wird sich ja jetzt am Ende erklären, wer wird jetzt hier
da als Sieger hervorgehen. Und wenn es der Westen nicht ist, wovon ich stark ausgehe, haben wir ja hier Wohlstandsreduktion, werden wir haben. Das wollen sie uns jetzt hier verkaufen mit CO2-Kontingent und diesen ganzen Blödsinn und Energiepreise gegen Hochinflation. So wollen sie uns ja, oder über die Grundsteuer, so wollen sie uns ja schlicht schrittweise enteignen. Harris, das hat doch nichts Leute mit dem Thema zu tun. Wir reden doch gerade von Querdenken, ob die ein Comeback hinbekommen. Ja natürlich. Und das hat was damit zu tun, weil das könnte, wenn das zusammenkommt mit neuen Pandemie-Maßnahmen, das wäre ein Potenzial eben für eine Bewegung auf der Straße. Ja, aber dann werden sie natürlich einfach die Pandemie weglassen. Ich meine, dann haben sie genügend andere Probleme und werden versuchen, die erstmal abzufrühstücken. Es ist ja nicht so, als wenn sie nicht andere Kontrollmechanismen hätten. Also wie gesagt, es muss ja keine Pandemie sein, du hast es ja selber erwähnt, es kann das Klima sein, es kann das Management von Inflation sein. Wir reden CO2-Lockdowns halt. Ja, CO2-Lockdowns, wir können über Bürgergeld oder UBI, dieses bedingungslose da irgendwie Grundeinkommen und solche Geschichten, kannst du die Leute steuern, du kannst medial noch ganz, ganz viele Register ziehen und die Leute sind jetzt auch anfälliger geworden für mediale Propaganda, ja, obwohl man sie eigentlich geschult hat, wie sie die erkennen sollten, ja, ist es immer wieder schwierig, die Leute aus einer Panik zu entreißen, bis die anfangen, rational zu denken. Insofern, ich möchte die Sache an dieser Stelle mal ganz kurz so abkürzen. Erstens, weil es schon nach Mitternacht ist und zweitens, weil ich glaube, wir haben recht. Querdenken wird nicht wieder erstarken, weil wir es verhindert haben. Weil Uwe und ich das gemacht haben. Harris, du vielleicht auch, aber ich sag's in meiner maßlosen Selbstüberschätzung, sage ich ja nochmal, wie es ist. Uwe, du hast es erwähnt, es sind immer Individuen, ja, die den Fortgang, ja, der Welt immer beeinflusst haben. Das sind auch in diesem Fall, das muss man so sagen, eins dieser Individuen ist Michael Ballweg gewesen. Er hat seine 15 Minuten Ruhm gehabt, er hat seine Rolle mehr oder weniger im Rahmen dessen, was ihm möglich ist, bravourös gespielt. Er muss jetzt noch gucken, was er für eine Exit-Strategie fährt, aber der Drops ist gelutscht. Ja? Also da ist nichts mehr, was da kommen kann. Das hat kein zweites Leben. Ja? Also das sind zu viele Faktoren, die gegen ihn sprechen. Das wird nostalgisch verklärt noch ein paar Monate laufen. Dann wird die Realität kommen, der Prozess oder irgendwas anderes in der Welt wird dazwischen kommen. Das wird nicht mehr Querdenken heißen, was auch immer in irgendeiner Form den Widerstand in Deutschland noch symbolisiert. Ich glaube, der Drops ist gelutscht und ich will es noch einmal sagen. Ja? Das liegt an Leuten wie dir und mir. Das sind nicht nur du und ich, aber das sind schon maßgeblich Leute wie du und ich, aus einem ganz einfachen Grund, liebe Freunde, bevor ihr Schnappatmung bekommt. Ihr mögt da draußen in der Weiten und Untiefen des Internets cleverer sein und besser aussehen als der Uwe. Ja? Und bei mir ja sowieso erst recht, weil ich bin ja Spalter, hässlich und Jude und hast du nicht gehört. Ja? Aber ihr habt das alles nicht verbalisiert. Ihr habt keine Sendung aufgebaut. Ihr seid nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Ihr denkt euch euren Teil und seid vielleicht so clever, wie ihr seid. Aber ihr habt es einfach nicht gesagt. Und nicht etwa, weil ihr nicht die Fresse aufmachen könntet. Ihr seid ja wahrscheinlich mutiger, ja, und eloquenter und was auch immer. Aber ihr habt halt einfach es nicht in der Öffentlichkeit irgendwie rausgetragen. Es muss diese Personen geben, die sich hinstellen und sagen, ob wir jetzt nur richtig liegen oder falsch, hier stehen wir können nicht anders, wir müssen die Sache jetzt mal in die Öffentlichkeit tragen. Wenn es ich nicht gewesen wäre, wäre es jemand anders. Dann wäre es zum Beispiel nur der Uwe. Ja? Oder wenn es nicht der Uwe gewesen wäre, dann, keine Ahnung, es fällt mir keiner mehr ein, der in irgendeiner Form clever ist da draußen. Aber diese Person hätte sich dann hoffentlich manifestiert. Ja? So, aber in Abwesenheit dieser Person haben Uwe und ich dieses Zepter hier einfach mal übernommen und konsequent seit Sommer 2020. Uwe, erinnere dich zurück und wer es nochmal sehen möchte, geht auf die Welt klar sehen. Du hast das dieser Tage erst veröffentlicht. Da haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir machen uns unsere cleveren Gedanken in unserem kleinen Köpfchen, ja, oder umgekehrt in unserem kleinen Köpfchen, unsere cleveren Gedanken und dann machen wir was draus. Uwe ist aus Hamburg gekommen. Ich bin ihn in Hamburg erstmal besuchen gefahren. Wir haben mit einer Kamera oder zwei Kameras, ich weiß schon gar nicht mehr, mit irgendeinem Assistenten, von dem ich nie wieder was gehört habe, ja, haben wir ein kleines Vorinterview gemacht. Dann ist er zu mir gekommen ins Studio. Wir haben damals schon statistisch aufgezeigt, warum Corona allein numerisch nicht sein kann, mathematisch und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausgeruht, sondern wir sind dran geblieben und wir haben es nicht perfekt gemacht, ja, aber wir sind dran geblieben und wir sind diese Stimme in der Öffentlichkeit, auf die immer mit dem Finger gezeigt worden ist und wir sind diejenigen, die das am weitesten gemacht haben, am längsten gemacht haben, am öftesten gemacht haben und am lautesten gemacht haben. Und wir sind diejenigen, die am richtigsten gelegen haben, mit allem. Ja, was wir gesagt haben, weil in der Summe haben wir recht behalten. Und wir sind diejenigen, die übrigens auch nicht eingeknickt sind, weil Kritik haben viele abbekommen und die meisten davon sind im Prinzip jetzt weg vom Fenster. Stattdessen sitzen wir noch hier und ihr werdet lachen, ja, ihr werdet sagen, Eli, dich gucken jetzt hier gerade nur noch ein paar 200, 300 Leute um diese späte Uhrzeit, aber mehr braucht's auch gar nicht.
Uwe und ich haben das quasi im Alleingang gemacht mit den 200-300 Leuten, die wir hier im Prinzip regelmäßig erreicht haben. Und wohlgemerkt, ich hatte auch Momente, da habe ich euch auf Demos mitgenommen, da waren 15.000 von euch in meiner Kamera mit dabei. Ja, also da kann ich mir sonst was drauf einbilden oder auch nicht. Ja, aber mit den 300 Leuten, die heute jetzt hier gerade um diese Uhrzeit noch dazuschauen und mit Uwe, ja, an meiner Seite, der mich gesteuert hat, der mich eingefangen hat, wenn ich irgendwie im Begriff war, abzudüsen oder sonst was, haben wir etwas Wichtiges geschafft. Ja, wir haben die Saat des Zweifels gesät, liebe Freunde da draußen. Ja, wir haben die Wahrheit euch eingepflanzt, Inception-Style. Und es hat gedauert, ja, bis sie im Prinzip die Zeit uns recht gegeben hat, aber es ist soweit gekommen. Und kommt bitte mir nicht jetzt um die Ecke mit von wegen, wer auch immer da sonst euer Guru ist, der hätte das gemacht. Niemand außer Uwe und mir hat so vehement, ja, immer hinterfragt, ob wir mit Querdenken und mit Ballweg und Ludwig und wie sie alle heißen, richtig liegen oder ob wir an der Nase herumgeführt werden. Von den, doch der Volksverpetzer. Von den, naja, der Volksverpetzer hat ein ganz anderes Motiv. Ja, ja, ich weiß. Inhaltlich hat er übrigens auch falsch gelegen. Ja? Also da will ich jetzt, an dieser Stelle machen wir jetzt keine Pandoras-Büchse auf. Aber Freunde, ja, Uwe und ich haben das konsequent gemacht. Und ihr könntet jetzt sagen, ja, es gibt Leute mit größerer Reichweite. Es gibt einen Boris Reitschuster, es gibt einen Wallasch, ja, es gibt einen, wie sie alle heißen, wo ihr alle guckt, es gibt sogar einen Ken Jebsen. Aber selbst Ken Jebsen an dieser Stelle, auf die Gefahr hin, dass er zu mir nie ins Interview kommt, er hat ja Ballweg aus der Hand gefressen. Ja? Clever wie er ist, schnelleres Maschinengewehr, ja, als ich jemals verbal mit ihm mithalten könnte. Aber selbst der ist ja reingefallen auf Michael Ballweg. Ich sehe ihn heute noch vor mir sitzen, wie er bei Bodo Schiffmann so macht. Ja? Oder wie er bei Ballweg dann im Prinzip ihn in sein Studio holt oder Anselm Lenz, ja, sich vertreten lässt von Anselm Lenz, von allen Leuten, ja, der inzwischen fast, ich möchte sagen, fast geisteskranke Anselm Lenz, ja, und der interviewt einen Michael Ballweg und es ist ja nur Kuschelkurs, nichts Kritisches. Also was will ich damit sagen? Klar gibt es andere, die irgendwie vielleicht größere Reichweite haben, ja, die ein noch besseres Studio haben als Uwe und ich oder was auch immer, ja, aber die haben sich dieses Thema nicht auserkoren. Die waren nicht die Denker in Querdenken, sondern das waren einfach nur irgendwelche alternativen Journalisten. Das heißt nicht, dass die nicht ihr eigenes Thema haben, auf die sie sich vielleicht eingeschossen haben. Aber das war zufälligerweise jetzt nun mal eben unseres. Das war uns ein Anliegen, mit Uwe und mir regelmäßig in dieser Bewegung halt eben zu schauen, was liegt wo in Bezug auf genau diese Thematik richtig oder falsch. Und unnachgiebig haben wir uns in diese Sache wirklich halt verhakt und haben nicht mehr losgelassen. Ja? Hanging on for dear life, sagt man im Englischen. Ja? Also wirklich bis zum Umfallen haben wir gekämpft für diese Sache. Und was soll ich hier sagen? Wir haben Recht behalten. Wir haben Freunde verloren, wir haben Reichweite verloren, ja? Wir haben bestimmt auch viele andere Opfer bringen können, aber es ist uns allen egal, weil wir haben Recht behalten. Und du, das ich, ist, bin ja das, so auf, ich bin ja so auf dich aufmerksam und auf Udo geworden, weil ihr die Einzigen wart, die das kritisiert haben. Das also, ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, und in einer ja, Wahrheitsbewegung und nicht Wahrheit sagen zu können, spricht Bände über diese Wahrheitsbewegung. Deshalb verbeugen wir uns ja und verbiegen wir uns hier die ganze Zeit zu sagen, wir sind eine Bewegung und dann sind wir zuerst Querdenken, dann sind wir eine Freiheitsbewegung, dann sind wir eine Wahrheitsbewegung, dann wollen wir uns so auch nicht benennen, ja, weil Wahrheit irgendwie ganz klein geschrieben wird in dieser Bewegung. Ja. Ja, Hauptsache ihr bewegt euch, Hauptsache ihr macht was. Und wenn ihr das macht, liebe Freunde, macht's nachhaltig, steht zu dem, was ihr denkt und denkt. Damit steht und fällt alles. Ja. Ja, die Leute können auch keinen Widerspruch. Also ich, vieles von dem, also es gibt auch Themen, die ich ganz anders sehe als du jetzt zum Beispiel. Aber trotzdem kann ich mir das anhören und sage dann nicht, oh, den gucke ich mir jetzt nicht mehr an, weil das sehe, da habe ich eine völlig andere Meinung. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Du, trotzdem gehst du ja da ins Detail, was Querdenken angeht, das ist gut analysiert, der Uwe genauso, was mit dem Corona-Ausschuss angeht. Und dann können wir doch in dem Punkt übereinstimmen und zusammen das kritisieren, ist doch wunderbar. Und bei anderen Themen sind wir halt anderer Meinung. Und ja. Selbstverständlich. Ich verstehe nicht, ja, wahrscheinlich hat der Uwe da recht, dass das einfach alles Gefühlsmenschen und Gefühlsdenker sind, wie er gesagt hat. Anders lässt sich das nicht erklären. Also, ja, und vor allen Dingen sind diejenigen, die so denken, die sind gar nicht so viele, wie sie den Eindruck erwecken. Also nur mal als Beispiel, als jetzt der Egi mit dem Bittel sein Interview geführt hat, ja, so, und danach dann eben auch noch einen Bonusstream gemacht hat, der später live gestellt wurde. So, da hat der Hauptfilm jetzt, ich weiß nicht, was 8.200 Aufrufe gehabt, ja, und der andere 4.500 oder 5.000. So, also für Edis Kanal ist für so ein Format ja ganz gut, ja. Ich glaube, ich bin bei über 10.000 inzwischen oder gehe auch darauf zu, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. So, aber wenn man dann sich jetzt den Kommentarbereich anguckt, sind ja hunderte von Kommentaren und davon sind, ich würde mal sagen, so 90% eben negative Kommentare.
So, würde man sich jetzt also nur mit dem Kommentarlesen beschäftigen, nach dem Motto, was der Edi für ein arrogantes Arschloch ist und, dann würde man ja zu einer bestimmten Meinung kommen, aber diese Meinung ist leider gar nicht zutreffend. So, denn bevor er das Bittl-Interview gemacht hatte, hatte er auf seinem Kanal 26.000 Abonnenten. Nach zwei nunmehr, ich sag mal, streitbaren Videos hat er wie viele Abonnenten? 25.900. Ja, und die So, Zahl ist also 1%. abgerundet. Die Zahl ist abgerundet. Das sind im Prinzip Ja, so. 25.950 oder sowas. Wie auch immer. Also von 26.000 sind 10% 2.600, 1% sind 260 und 100 ist ja noch nicht mal die Hälfte von 260. Das heißt also weniger als 0,5% der Abonnenten sind abgesprungen, ob dieser bösartigen, hämischen Arroganz und des überzuckerten Selbstbewusstseins von diesem ja, Selbstdarsteller unverschämten und Menschen, Hetzer ja. ja. und So, Spalter. das heißt, so, und in dem Moment, wo er, ich sag mal, jetzt eine interessante Sache zum Beispiel macht, macht man wie wieder eine Demo-Aufnahme oder so, zack, hat er wieder 200 neue Abonnenten. Das heißt, wir reden hier von einer so minimalen Größenordnung, ja, die negativ sich im Handeln ausdrückt, ja, dass man ganz klar sagen muss, das ist völlig belanglos, ja. Und was sind denn 0,5% Leute, die einen deabonnieren? Das ist gar nichts, ja. So, das heißt, die Leute, die dort diese ganzen Kommentare schreiben, das sind doch gar keine Abonnenten. Das sind doch nur Gasthater. Das sind die Fans von der anderen Seite. So, und würde man die jetzt alle blocken, ja, so, dann würde das auch ganz anders aussehen dort im Kommentarbereich, ja. So, also Nur da insofern. bin ich halt zu sehr Ehrenmann und lasse halt eben ganz Ja, Querdenken-Style, ja, öffentliche Meinung Edi, halt eben zu und einen Diskurs, der auch gerne auch das ist sich ja gegen mich wenden Lampenfieber. kann, ja, nur kommt halt mit Argumenten, liebe Freunde. Einfach nur mi, mi, Ja. mi, 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 der Ede hat was gesagt, wonach ich mich schlecht fühle, ungeachtet dessen, ob es vielleicht wahr ist, damit brüskiert ihr mich nicht. Das könnt ihr noch und nöcher Ja. schreiben. Solange es nicht beleidigend wird, Aber lasse ich euch das schreiben. ich wollte ja nur eben dem Harris gegenüber argumentieren, dass eben selbst die Leute, die meinen, dass das alles so schlimm ist und die so unzufrieden ist, das sind nur die lauten Schreihälse. In Wirklichkeit sind es gar nicht so viele. So, denn man kann doch nicht im Ernst glauben, dass jetzt von 5.000 oder 10.000 Leuten, die beiden Videos gesehen haben, alles nur Gäste sind. Da werden doch auch genügend von seiner Stammkundschaft dabei sein. Und die haben eben nicht deabonniert. Ja, sprich also auch, wenn eben einige lautstark sagen, ja, so geht das gar nicht, ja, so sagen die anderen, ja, der hat aber Eier in der Hose, ja, der traut sich was, ja, der steht zu seiner Meinung, das ist gut so, ja. So, das heißt also, wir haben da ein ambivalentes Verhältnis. So, wir haben viele Leute, die sagen, das akzeptiere ich so. So, und andere sagen, naja, also ein bisschen netter könnte ja ruhig sein, ein bisschen höflicher, ja, und dann haben wir eben eine Unmenge von Leuten, ja, die sich darüber beschweren, aber die, die sich beschweren, sind diejenigen, die nicht seine Abonnenten sind. Richtig. Ja, Und also, es. ja, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich fand es selber persönlich gar nicht schlimm, wie du, Eli, reagiert hast auf ihn. Ich fand es sogar gut, weil es ist sehr pfeffrig, mir gefällt das auch. Aber ich weiß halt, wie das bei denen wirkt. Und deswegen wäre es, glaube ich, einfach besser gewesen, etwas diplomatischer zu sein in so einer Situation. Aber ich habe das sehr gern gesehen, weil es war endlich mal ein Streitgespräch. So, das hat man, das brauchen wir auch. Weißt? Und ich fand es auch gut, dass Bittel da war, aber ich glaube, der hat das eher nur genutzt für seine Bubble, weil auf Inhalte ist er ja nicht eingegangen. Und noch was anderes, ich weiß nicht, ob das nur die Lauten sind. Also wenn ich mir gucke, wie viel Spenden Bodo zum Beispiel bekommt von diesen Leuten, ich glaube, das sind dann doch mehr Gefühlsmenschen, als wir glauben. Also, oder was meinst du, Uwe? Sind es wirklich nur ein paar Leute oder meintest du jetzt bezogen auf Eli, deine Abonnenten, die da Ich meine unten? das, jetzt vorrangig hier bezogen auf Eli, Ach ja, so, und ja. eben die Kritik daran. Und ich wollte nur sagen, dass die Unzufriedenen oftmals diejenigen sind, die eben laut reden und laut schreien. So, aber dass bei solchen Sachen eben diese Unzufriedenen gar nicht die eigenen Kunden, nicht die eigenen Zuschauer sind, sondern das sind eben die Fans von der anderen Seite, ja. Und ganz so So, und eindeutig an dieser Stelle mal eine Lanze für mich brechen hier, ja, ganz so eindeutig, dass die mich alle zu 90% hassen würden, ist es inzwischen auch nicht mehr. Wenn ihr euch mal anguckt, zum Beispiel unter jedem Hasskommentar oder wie auch immer ich das jetzt verklausulieren könnte,
sind in der Regel inzwischen Leute, ich will nicht sagen Fans, ich will einfach nur sagen Aufgeklärte, ja, weil ich habe keine Fans, weil ihr unterstützt mich alle nicht, ihr guckt einfach nur und dann zieht ihr weiter. Aber wie dem auch sei, das sind Leute, die sich im Prinzip jetzt in den Diskurs begeben mit all diesen Hatern, ja, die da einfach nur schreiben, Eli sei blöd oder sonst was. Ja, ich bin einer davon. Ja, eben, die stellen dann Fragen, ja, die fragen nach, wie meinst du das oder warum oder heul doch oder was auch immer. Ja, also da kommt man wirklich in einen Austausch. Also sehr viele der Kommentare haben tatsächlich halt inzwischen nicht einfach nur den Wert, dass da irgendeiner sich plakativ halt mal ausgekotzt hat, sondern da beginnt ein Austausch, ja, und selbst da würde ich dir widersprechen, dass es 90% sind von Leuten, die sich auskotzen. Das ist inzwischen wahrscheinlich schon so 2/3 zu 1/3, ja, und das entwickelt sich auch, und den Blog habe ich heute jetzt erstmal nicht aufmachen wollen, aber unter einigen der Ballweg-Videos sind inzwischen die Kommentare deaktiviert, weil sie im Prinzip ganz bewusst nicht wollen, dass irgendeiner daherkommt mit der Reihe von Argumenten und vielem, was wir noch ausgelassen haben, was wir hier so ins Feld führen. Ja, weil der Drops ist gelutscht. Ja, der Genie ist, der Geist ist aus der Flasche. Ja, das ist die kritische Masse in Bezug auf, wir zweifeln an Ballweg, ist erreicht. Und wenn es eine Sache gibt, die ein Anführer niemals erlauben darf, ja, Uwe, du weißt es als Militärstratege, dann, dass er angezweifelt wird von seinen Truppen. Weil dann steht die Meuterei eigentlich nicht mehr kurz bevor, sondern dann ist sie eigentlich schon geschehen. Dann ist das Kind in Wasser gefallen. Zweifel darf nicht mal aufkommen, weil wenn du diesen Zweifel zugelassen hast, dann war's das. Früher oder später, du bist dann Dead Man Walking, ja, bist du weg vom Fenster. Und in diesem Fall ist es bei Ballweg genauso. Der Zweifel ist da. Er hat kein Saubermann-Image mehr. Da wird immer wieder irgendeiner in der Ecke stehen, der nicht mehr einfach nur Hurra rufen wird, ja, wenn Ballweg da irgendwie etwas erzählt. Ja, sondern da wird einer sein, der immer wieder nervt, ja, und immer wieder mit seinen Fragen um die Ecke kommt. Einer dieser störenden Aufklärer, wie Bodo Schiffmann das halt eben gesagt hat. Ja. Und die werden doch nicht einfach weggehen, weil die Argumente in Bezug auf Ballweg nicht weggehen werden. Der Hornauer steht auch immer noch im Raum. Ja, und der Peter Fitzek steht immer noch im Raum. Auch wenn zum Beispiel der Flash, Oliver Flash, das komplett übergangen hat. Ja, in seinem Interview hat er gesagt, ja, du hast dir ja mal vielleicht nicht so einen Gefallen getan mit den Leuten, mit denen du so gesprochen hast. Und dann hat er sofort in einen Witz verpackt. Sieht man ja daran, dass du mit mir sprichst. Ja, in der Tat, jeder, der mit Oliver Flash spricht, meiner Meinung nach, ja, hat keinen guten Interviewführer da gefunden. Aber wie dem auch sei, diese Art von Kritik, sei es auch nur dieser Seitenhieb, das reicht schon. Das hat schon ausgereicht, um das Image genügend anzukratzen, dass er nie wieder wird anschließen können an das, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Und Klammer auf an dieser Stelle, bevor ich aufhöre zu reden, weil Sven uns da irgendwie seinen Kaffeebecher zeigt, ja, was er geleistet hat, ist auch nicht so groß wie das, was uns immer wieder verkauft wird. Wir hören es ja bis heute. Selbst Harris, einer der Aufgeklärteren unter uns, muss ich an dieser Stelle mal sagen, selbst er denkt ja immer noch, da waren 250.000 in Berlin. Ich würde so weit gehen, dass nicht mal an beiden Terminen zusammen 250.000 in der Stadt waren. Ja, aber warst du dort? Ich war an beiden Tagen dort, ich war auf der Bühne, ich war bis 2 Uhr nachts dort, als die den letzten der Demonstranten dort weggetragen haben. Ja, ich war am Folgetag noch im Mauerpark. Ich würde sagen, über alle Tage der Demonstration, über den gesamten August hinweg, waren wir keine 250.000 Menschen dort. Und Uwe und ich haben uns das mathematisch genau angeguckt, logisch angeguckt. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Das ist nicht mal schlimm, was jetzt schon wieder heißt, hier, Eli würde spalten oder sonst was. Vielen lieben Dank, lieber Weg, für die Unterstützung, auch wenn ich mit deinem Namen nicht viel anfangen kann, weil das die Kurzform von Vaccine und damit Impfung ist. Es ist nicht mal schlimm, ja, dass wir so wenig waren in Berlin. Weil es hat nicht mehr gebraucht, um diesen Staat ins Wanken zu bringen, dass er sich diese ganze Scheiße gegen uns einfallen lassen musste, ja, um uns im Prinzip zu destabilisieren, um uns an den Bodensee zu schicken, wo wir alle Händchen halten mussten und Kumbaya singen sollten, wo uns keiner gesehen hat und so ein Schwachsinn, ja. Das hat schon ausgereicht. Und selbst die 18. November, liebe Freunde, die 10.000 Mann, die tatsächlich da waren, um sich sanft beregnen zu lassen, dieses Brouhaha in der Zeit und so weiter und so fort, das hat schon ausgereicht, um seine Wellen zu schlagen. Mich hat es damals getragen von dieser Welle bis in den Bundestag und wieder hinaus. Ja? Es braucht gar nicht so viel, um im richtigen Moment etwas bewegen zu können in diesem Land. Und ich rede nicht mal von irgendeinem gewaltsamen Umsturz. Ich rede einfach nur von Veränderung. Ich rede von dem, was die Politiker immer wieder sagen, wenn sie sagen, sie wollen irgendwas bewegen. Dafür braucht es nicht viel. Das sehen wir daran, dass die das alle versuchen, die mit dem großen Ego und wenig irgendwie dahinter. Und wenn nur die richtigen Leute zur richtigen Zeit, die paar wenigen, ja, wenn die das nochmal versuchen und ein Quäntchen Glück haben, das darf man nicht vergessen, dann kann sich etwas bewegen in diesem Land. Und deshalb hat es vor uns keine 250.000 gebraucht und keine 1,2 Millionen.
jeder, der mir das heute noch sagt, also ganz ehrlich, lieber Harris, ich habe dich lieb gewonnen, aber da ist mir kurz die Kinnlade runtergefallen. Sorry, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das auch nicht, weil es nicht, ich finde es auch nicht so wichtig, diese Zahl. Nee, natürlich nicht, absolut. Ich habe bei Markus Fiedler hat irgendwie 250.000 gesagt, bei einem Einzelnen. Es ist auch egal, ob es stimmt oder nicht, ich habe mich damit auch nicht im Detail beschäftigt, so wie du, und ich glaube dir und dem Uwe, wenn ihr das wirklich analysiert habt, wie viel es dann war, könnt ihr mir ja sagen. Ich muss einfach auf meinem Kanal gucken, da habe ich unter Proteste und Demos in der Playlist, das ist das zweite oder dritte Video, da habe ich mal ausgerechnet, wie viel auf die Straße vom 17. Juni passt. Mhm. Da kann man natürlich sagen, okay, es sind noch welche links und rechts, ja, und so weiter. So, und da merkt man also, dass die Größenordnung auf jeden Fall, selbst bei zwei Augen zugedrückt, die kommen nicht auf 1,2 Millionen. Das auf keinen Fall. Aber wie viel waren es ungefähr? Sag mal so. Naja, also das kann man so nicht sagen, weil wir nicht so gute Aufnahmen hatten, um die Massendichte dort festzustellen. Uwe, ich mach das jetzt einfach mal, ja? Lehn dich zurück und lass die Jungen mal machen, ja? Also, wir wissen das inzwischen vom Alexander Ehrlich, der war der Busunternehmer, der ungefähr 80% der Leute gehievt hat, die da hingekommen sind. Wir wissen, dass man aus dem Einzugsgebiet von bis hin zu Kroatien die Leute da gestemmt hat, ja? Wir wissen, wie viele Leute da waren. Ich war dort und man kann sagen, das ist anekdotisch oder whatever, aber ich habe all diese Leute dort gesehen. Ich konnte die vom Gesicht her wiedererkennen. Man hat sich in der Stadt nachher wieder getroffen und das bedeutet nicht, dass die ganze Stadt damit voll war, sondern einfach nur, dass dieselben Leute einem immer wieder über den Weg gelaufen sind. Da ist ein Unterschied, liebe Freunde. Ich sage also jetzt klipp und klar, Alexander Ehrlich gibt mir da recht und viele andere Leute hoffentlich inzwischen auch. Ja, es waren 50.000 Leute ungefähr am 1.8. Es waren vielleicht marginal mehr am 29.8. Aber wenn man dann wiederum bedenkt, dass das, was auch immer da an marginal mehr gewesen ist am 29.8., 6 Stunden inklusive mir in der Friedrichstraße in Berlin, im Prinzip losgelöst von der Demo, ja, sich die Beine in den Bauch gestanden hat, dann kann man die eigentlich auch wieder abziehen. Ja, also insofern, es waren 50.000 am 1.8. plus minus 10.000, wenn überhaupt, ja, und vielleicht waren es an die 60.000, 65.000 am 29.8. Dito, okay. Fertig, mehr war's. Alles klar, ja, dann reicht es ja wirklich. Stellen wir vor, wir haben 100.000. Dann ja, na selbstverständlich. Ja. Was denkst du auch, warum sie sich so sehr Sorgen gemacht haben um uns? Was denkst du, warum die Brigade 23 geschickt haben? Oh shit, der hat 23 gesagt, ja, mit dem Malitzki oder wie er heißt, der nebenbei irgendwie Fitnesstrainer war oder hast du nicht gehört? Was denkst du, warum sie den Schauspielerpolizisten geholt haben für den 29.8. für den Reichstagssturm? Ja, was denkst du, warum sie überhaupt den Reichstagssturm inszeniert haben? Weil die paar wenigen, die da schon da waren, mit dem Lauf, den die damals hätten, minus Ballweg, etwas hätten bewegen können. Und das weiß dieser Staat, sonst hätte der diese Register nicht gezogen. Und es ist in Anführungszeichen auch das Gute, ja, weil das ja eigentlich zeigt, dass die Menschen haben es in der Hand, wenn sie nur wollen. Sie wollen ja offensichtlich nur nicht. Ich meine, wir haben ja auch gar nicht so viel. Ja, sag ich ja, ja. Das ist genau das, worüber wir reden. Ja, eben, guck dir in Berlin an, wo wir alle auf der Straße waren. Da waren in Tegel 3.000 oder 2.000, wir waren 4.000 auf dem Alexanderplatz. Das hat hier schon in Berlin ausgereicht, um irgendwas in Bewegung zu setzen. Sie hatten nicht mehr die Chancen, durchzugreifen, wie sie vorher hatten. Also da müssen nicht 1 Million Menschen auf der Straße sein. Nee, natürlich nicht. Aber das müssen wir erstmal alle kapieren. Wir müssen es verstehen. Und vielleicht müssen sie nicht mal auf der Straße sein, Sven, weil ich weiß, du bist ein Kind der Straße, aber vielleicht müssen wir die nicht auf der Straße haben. Und das Ding ist, Querdenken-Manifest ist ja, konzentriert euch auf die Bühnen, die auf der Straße im Nirgendwo stehen. Ja? Und hört zu einer Rede, die schlecht geschrieben ist von jemandem, der sie schlecht beiträgt oder vorträgt. Ja. Ja? Und geht nach Hause und habt das Gefühl, ihr habt etwas erreicht. Uwe, Sven, Harris, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wir drei, ja, wenn ich hier heute ausmache, ja, mache ich weiter Widerstand. Man kann auch anderen Widerstand machen. Als draußen. Selbstverständlich. Ja, sage ich ja eben. Ja, weil immer wieder die Kritik kommt, wir würden nichts machen. Du, ich mache nichts anderes als Widerstand seit 3 Jahren. Mein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Der Sven ist die ganze Zeit am Anschlag. Der Uwe arbeitet jetzt mehr, als er je zuvor gearbeitet hat, weil er halt den Widerstand auch noch irgendwie einbauen kann. Seine eigene Art von Widerstand. Wir sind von Anfang an zusammen, dazu musste Thilo auch noch dazu zuzählen eigentlich. Und alle, die zum Anfang mit uns hier das aufgebaut haben, die recherchiert haben, die Hintergründe recherchiert haben. Wir sind ja nicht erst seit 2 Wochen hier und reden darüber. Wir sind von Anfang an, ich kann mit Eli überhaupt nicht zählen oder mit allen, die zusammen mit mir zusammen sind, wie viele Städte, wie viele Demos wir besucht haben, um Menschen zu erreichen, um das zu sagen, was wir zu sagen haben, um den Leuten zu zeigen, hey Leute, in diesem Land stimmt irgendwas nicht. Wir müssen irgendetwas machen. Oder ziviler Ungehorsam. Also ich habe von Anfang an, ich habe nicht einen einzigen Tag eine Maske in der Bahn getragen zum Beispiel. Mhm. Und es war mir egal. Ich habe das einfach durchgestanden. Am Anfang haben mich alle angeguckt und es wurde mir auch Gewalt angedroht hier 2-mal in Berlin. Deswegen
Es kam auch einmal zu einer Ausschreitung sogar. Und ich bin auch einkaufen gegangen ohne Maske. Und da bin ich halt dort nicht mehr einkaufen gegangen, wo ich ohne Maske nicht reinkam. Und das ist für mich auch Widerstand, dieser zivile Ungehorsam. Ich bin auch nicht zum Test gegangen, wenn ich das musste. Und so weiter. Und ich meine, das ist doch mehr wert, als sich vor irgendeine Bühne hinzustellen, wo da irgendeiner eine Rede hält irgendwie und die ganzen Herzensmenschen applaudieren da. Wenn wir einfach alle zivilen Ungehorsam hier pflegen würden, GEZ-Gebühren nicht zahlen zum Beispiel oder eben konsequent nicht oder bei der Ausgangssperre draußen sein, das habe ich auch immer wieder gemacht und eben die Maske nicht tragen. Was glaubst du, das wär so ein Signal, das ist richtiger Widerstand für mich. Ja, aber es wird alles vergessen, Harris. Wie bitte? Das wird alles vergessen. Die letzten 3 Jahre sind für die meisten Menschen vergessen. Das ist eine Meldung gewesen und sie wissen überhaupt nicht, was die letzten 3 Jahre passiert ist. Und das ist so alt wie die Nachricht von gestern, ist heute schon wieder alt. So kommt es mir mittlerweile vor. Die meisten davon haben alles vergessen. Und die deswegen bin ich auch denken, so gespannt, was passiert, wenn es jetzt wieder losgeht. Das ist ja Inhalt dieses Streams. Ja? Das ist ja das, was wir fragen wollten, ob jetzt ein Querdenken-Comeback in irgendeiner Form halt realistisch ist. Also Sven, du warst nicht da, aber wir haben uns eigentlich zu dritt dafür ausgesprochen, dass das Querdenken-Comeback nicht gelingen kann. Ich weiß gar nicht, ob du schon dein finales Urteil gefällt hast. Was sagst du denn dazu? Ich sage auch, es wird nicht gelingen, es kann nicht gelingen, es wird vielleicht eine Übergangszeit sein, wo sie es vielleicht probieren wollen, aber bei denen geht es nur um Geld verdienen und sie werden jetzt noch so viele Leute zusammenraffen, damit sie jeden Monat ihr Auskommen haben und dann ist es schön, aber irgendwann werden sie weg sein und wieder wird jemand weg sein. Also man hört ja immer, der Einzige ist ja auch im Stream oder was die Leute schreiben, ja, der Ballweg war der Einzige, der was erreicht hat. Okay, dann war er. Gut, dann ist er jetzt weg und Querdenken ist dann auch weg und dann werden wir mal weitersehen, was passiert. Bin ich nicht der Meinung. Da sind so viele Menschen, wirklich Menschen, die mittlerweile auf der Straße sind, die den Menschen irgendwas zeigen wollen, irgendwas beibringen wollen. Wir brauchen Querdenken nicht. Wir waren besser dran als dieser Herr. Und das ist schön, dass er draußen ist als Mensch. Okay, wir sprechen aber nicht in erster Linie um den Menschenballweg. Wir reden darum, was hat diese Bewegung gemacht? Diese Bewegung hat uns gespalten. Diese Bewegung hat uns nicht empathischer werden lassen, nicht menschlicher werden lassen. Genau das Gegenteil ist passiert. Und das ist besser, wenn sie weg sind und andere, die Menschen, die normalen Menschen jetzt rauskommen. Wir brauchen keine Führer, bin ich auch immer noch der Meinung. Wir brauchen auch keine Bühnen, wir brauchen keine Mikrofone, wir brauchen gar nichts. Wir brauchen keine Plätze. Die Plätze werden abgesperrt mit 5000 Menschen, die vor uns stehen und die sowieso uns zuhören und dann gehen sie nach Hause und fühlen sich besser. Das wird aber hier in diesem Land oder auf dieser Welt keine Probleme lösen, so eine Veranstaltung. Das ist das Problem, was wir haben. Und jeder guckt immer nach anderen Ländern oder jeder nimmt immer Frankreich. Da brauche ich gar nicht nach Frankreich gucken. Was ist auf der ganzen Welt los? Auf der ganzen Welt ist mehr los wie bei uns hier in Deutschland. Ja, aber das war schon immer so. Während ja in Frankreich Revolution war, haben sie hier überlegt, können wir jetzt hier Reformen jetzt machen oder nicht? Da regen sich dann die Fürsten auf und drüben hat es gebrannt, weißt? Also das wird auch wieder so sein. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Ne? Die Deutschen sind halt eben die Deutschen, die Franzosen, für die ist Widerstand dann halt eben wieder eine andere Form. Da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es einfach nur Abstufungen von Grau. Wichtig ist, dass man etwas macht. Und an alle, die da draußen irgendwie sagen, ja, Edi, mach's doch irgendwie besser oder sonst was oder zeig doch, was du für Demos organisieren kannst, noch einmal. Ja, es muss keine Demo sein. Es hätte vielleicht sogar nie eine Demo sein müssen und dass auf jeden Fall Demos nicht funktioniert haben, das haben wir jetzt nur gesehen. Immer wieder dasselbe zu tun, ja, und andere Ergebnisse zu erwarten, ist, Wahnsinn. Wie wir alle gelernt haben, ja, die Definition von Wahnsinn. Ja. Also an dieser Stelle, es geht nicht mal darum, ob Ballweg tatsächlich diesen August nochmal eine Demo aus dem Ärmel schütteln kann oder nicht. Ja, es geht darum, kann er clever genug sein, kann er groß genug sein, um anzuerkennen, dass das nie der Maßstab gewesen ist, ja, und dass man etwas komplett Neues herankommen muss. Und an alle, die sagen, es muss irgendwas Illegales sein, wir müssen jetzt hier den Staat stürzen oder hast du nicht gehört. Es fängt damit an, dass ihr nachdenkt und dass ihr in eurem Alltag euch auf eine Art und Weise bewegt und den Leuten auch präsentiert, dass so ein Klima gar nicht erst entstehen kann, dass irgendjemand euch irgendeine Pandemie oder was auch immer überstülpt. Wären wir alle nicht alle so lethargisch durch die Welt gegangen, ja, mit unseren 240 Netflix-Serien und Amazon Prime-Bestellung, die in 24 Stunden da ist und dieser ganzen verfickten Bequemlichkeit. Meint ihr, die hätten auch nur versucht, ja, uns sowas wie die Pandemie zu verkaufen? Nein, ihr wart zu beschäftigt. Ihr musstet ja wissen, oh scheiße, Cliffhanger, kommt er mit dir zusammen oder nicht? Ja, lieben die sich am Ende oder nicht? Ja, fällt er da in den Abgrund
wird oder nicht. Den ganzen Mist, das wolltet ihr ja alles wissen. Und in dieser Zeit ist es natürlich ein leichtes für Leute, die wirklich teilweise böswillige Absichten haben, einfach nur, weil sie es können. Ja, das ist wie ein Kind, das geboren wird, ja, dem nie gesagt wird, lass das. Natürlich wird es auch seine bösen Instinkte ausleben. Diese Leute haben dann eure Unflätigkeit, eure Lethargie genutzt, um zu sagen, ja, da probieren wir es doch mal, machen wir es doch einfach mal. Wir haben sie doch extra mit diesem kostenlosen oder super günstigen Unterhaltungsprogramm gefüttert. Sie haben doch alles, was sie brauchen. Es ist doch warm in ihrer Bude, ja, und sie haben doch was zu essen. Und das Unterhaltungsprogramm ist da und alle 4 Jahre geht's zum Fußball. Ja, und dann wird wieder ausgelost, wer auch immer da der Größte, irgendwie hast du nicht gehört, Zampano ist. Und in dieser Zeit konnten sie das zünden, weil ihr alle geschlafen habt. Aber wärt ihr unterwegs gewesen, auf eine Art und Weise, dass man sagen könnte, ihr seid Kerle, und da schließe ich die Frauen einfach mal mit ein. Ja? Leute, die sagen, fuck, man muss mal für irgendwas einstehen im Leben. Man muss mal auch irgendwie ein Ziel haben. Man muss mal irgendwie motiviert irgendwie etwas anstreben wollen, anstatt einfach nur ziellos, ja, in den nächsten Urlaub oder sonst was da sich blasen zu lassen. Dann hätten die das niemals in irgendeiner Form auch nur versuchen können. Nur was braucht es dafür? Aufgeweckt sein, ja, und etwas tun. Weil etwas zu wissen, das ist eine Sache, aber etwas zu machen, das ist die Kehrseite der Medaille. Und ich sage nicht, dass jeder in irgendeiner Form wirklich halt großen Widerstand organisieren muss. Dann kommt man sich in die Quere, dann kannst du auch strategisch nichts mehr reißen, wenn jeder jetzt der General sein möchte. Ja? Aber wenn ihr alle einfach nur stabiler durchs Leben gegangen wärt, ja, einfach nur stabil im Sinne des Wortes, seid stabil, steht zu eurer Meinung, wie Gabalier gesungen haben, ja, gesungen hat, am Meinung haben, dahinter stehen. Ja? Wenn ihr das nicht einfach nur mitsingen, sondern leben würdet, dann hätten die das niemals so zünden können. Ja, Eli, es geht aber auch vor allem deswegen, dass Leute wollen dazugehören. Die wollen nicht anecken. Aus meinem Umfeld sind so viele, die geschwiegen haben, einfach mitgemacht und die mir jetzt sagen, oh, eigentlich war ich eigentlich immer dagegen. Ich wollte mich auch nicht impfen lassen, aber ich wollte auch nicht ausgeschlossen werden. Das höre ich so oft. Und bei mir ist es eher so, mir tut es sogar richtig gut, wenn ich so alleine bin und meinen Weg gehe, weil mich stört es überhaupt nicht, was die anderen denken oder sagen. Und ich glaube, das ist halt bei den meisten Menschen nicht so. Die wollen ja, einfach das ist, zu. Ja. Das ist völlig richtig, Harris, was du sagst. Selbstständig heißt, selber zu stehen, ja, selber stehen zu können, ohne die Hilfe von anderen. So, und um selber stehen zu können, muss man sich erstmal aus dem Kollektiv lösen, aus dem Kollektiv des Volkes, aus dem Kollektiv der Familie, ja, und auch aus dem Kollektiv der Freunde und ich weiß nicht was allen. Ja. Also selbstständig zu sein bedeutet auch, damit leben zu können, sich damit anzufreunden, erstmal nicht Mitglied irgendwo anders zu sein, sondern alleine zu sein, das Alleinsein zu kultivieren, zu merken, dass Alleinsein nicht die Abwesenheit von anderen ist, sondern auch die Anwesenheit von einem selbst. Mhm. Ja? Das ist sehr gut formuliert. Dann, wenn die anderen nicht weg sind, heißt es nicht, dass ich nicht da bin, sondern gerade dann bin ich da, weil mein Dasein nicht durch die Anwesenheit der anderen verfälscht wird. Ja, was heißt verfälscht? Uwe, ich gehe schon wieder an die Decke. Was heißt denn verfälscht? Verfälscht wäre ja noch eine Sache. Bei verfälscht würde ich ja noch irgendwie sagen, okay, ja, das sind wenigstens Leute, die haben eine Persönlichkeit, ja, und sie wird jetzt verfälscht. Und dann könnte man sagen, okay, das ist nicht gut, aber wenigstens ist da Substanz da. Die Leute haben ja nicht mal mehr Substanz. Die sagen ja nur, ja, ich muss zusammen aufs Klo gehen. Ja, überlegt doch mal, ja, die Frauen, ja, in eurem Leben, ja, ja, gehen die zusammen aufs Klo? Ja. Ja, natürlich, weil die nur sich definieren darüber, wenn sie zusammen sind, existieren die. Wenn die nicht zusammen sind, dann existieren die gar nicht. Die Leute haben gar keine Persönlichkeit. Es ist nicht so, dass sie verfälscht, ja, wird, dadurch, dass die sich irgendwie zusammenfügen. Genau. Sie werden erst zu einer Persönlichkeit, meinen sie, ja, weil sie halt eben so selbstlos sind, im wahrensten Sinne des Wortes. Da ist nichts da, da ist keine Substanz da. Wenn die meinen, dass die nicht irgendein Like bekommen haben von irgendjemandem, der deren Essen auf Facebook gerade geliked hat, dann existieren die nicht. Ja, wo seid ihr denn alle hin, ihr Geistergestalten da draußen? Es gibt mehr von euch, als ihr denkt. Ja, und würdet ihr einfach mal sagen, ich stehe zu dem, was ich bin. Nicht etwa von wegen, ja, oh, das wird verfälscht, sondern ich bin überhaupt erstmal was. Da fängt es nämlich an. Dann, ja, könntet ihr wirklich, ja, irgendetwas reißen in diesem Leben. Ja, Eli, ich stimme dir recht. Also das ist eine gute Präzisierung oder Klärung meiner, ich sag mal, nicht ganz scharfen Aussage. Ja, ja, du musst aufpassen, bei wem du hier zu Gast bist, Uwe. Ja, nur keine Panik. Ne? Also es ist völlig richtig, man muss sich aus dem Kollektiv rauslösen. Ja, und das ist eben dieser Entfremdungsprozess. Das kennen wir in der Pubertät. Ja, da ist man auch erstmal, noch solange man Kleinkind ist, quasi mit der Mutter eins, ja, später dann noch mit den Geschwistern und mit dem Vater. So, aber irgendwann mal fängt man an, seine eigenen Gedanken zu denken. So, und dann
muss man sich aus dem Kollektiv rauslösen, was dann Familie heißt. So, das heißt, man löst sich dadurch raus, dass man feststellt, was einem am Kollektiv nicht gefällt. Ja? Dass man sagt, ja, die wollen was von mir, das mag ich aber nicht, das bin ich gar nicht. Das heißt, das Nein-Sagen ist der Schritt zum Rauslösen. So, und dieses Nein-Sagen ist aber, geht gleichzeitig einher mit einem Verlust des Gefühles, mit dem Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr im Kollektiv geborgen bin. Ich muss also lernen, mit diesem Verlustgefühl klarzukommen. So, und wer Angst hat, mit solchen Verlustgefühlen klarzukommen, der wird eben nicht eine Individualität entwickeln, sondern lieber wieder ins Kollektiv, ins Nest zurückflüchten. So, und nur derjenige, der sich Schritt für Schritt von allen anderen Kollektiven löst, ja, und immer mehr lernt, dass Alleinsein eben nicht nur das Negative ist, das die Abwesenheit von anderen, sondern eben, wie ich vorhin schon sagte, die Anwesenheit von einem selbst, die erscheint immer mehr, je mehr man sich ablöst, bis man irgendwann mal eben ein Individuum ist, ja, und sagt, was interessiert mich, was andere Leute denken und was sie wollen. So, aber man kann dann auch nur noch mit solchen Leuten was machen, die auf einem ähnlichen Bewusstseinslevel sind. Absolut. Man kann mit einem Herdenmenschen, der sagt, ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal europäische Kulturen, asiatische angucken, ja, so, und dann sagt dann der Ehemann, ja, ich will das und das, und dann sagt die asiatische Ehefrau, da muss ich aber erst meine Mutter fragen. Das würden wir hier in Europa so nicht machen. Da muss ich dann erstmal meinen Clan-Chef fragen, würde man in Afrika sagen. Ja? So, mit solchen Kollektiven können wir hier nichts anfangen. Ja? So, und wenn wir eben in der Bewusstseinsentwicklung sind, dann müssen die Individuen, die wollen dann nur noch mit anderen Individuen handeln. Das heißt, je höher der Berg ist, desto weiter sind die Spitzen von zwei Bergen voneinander entfernt. Ja? Das heißt, es gibt immer weniger Leute, die auf einem vergleichbaren Bewusstseinszustand sind. Und diese wenigen, die können wiederum der Illusion unterliegen, dass sie glauben, dass was sie erreicht haben durch Jahre des sich Lösens und Persönlichkeit bildens, dass sie das einfach den anderen so überstülpen könnten. Nach dem Motto, ich habe es ja geschafft, kannst du ja auch schaffen. Sie vergessen aber, wie lange sie dafür gebraucht haben, welchen Mut sie haben mussten, um da hinzukommen, wo sie hingekommen sind. So, und an der Stelle taucht ein Problem auf. Und das sehen wir auch jetzt in diesen Krisen, ja, dass eine der größten, ja, ich sag mal, Kopfnüsse für die Wahrheitsbewegung ist, sich damit anzufreunden, dass die Masse der Menschen gar kein Interesse hat, dass sie es gar nicht will, dass sie davon gar nichts hören will. Dass es unbegreiflich zu sein scheint, dass die Menschen es nicht wissen wollen, dass die alles abnicken, dass zum Beispiel ganz tagesaktuell, wie es Frau Merkel ihren Orden kriegt, so gab es ja auch eine INSA-Umfrage oder was gegeben, so die meisten Leute fanden ja das völlig in Ordnung, dass Frau Merkel diesen Orden bekommt, ja, weil sie den ja auch verdient hat. Ja. So, man hat also völlig vergessen, dass sie die Flüchtlingskrise befeuert hat, man hat völlig vergessen, was sie in den Zeiten der Corona-Krise hier für merkwürdige politische Sachen gemacht hat. Alles völlig vergessen. Sie ist eine verdiente Politikerin. Das hat doch mal der Volker Pispers gesagt, 70% der Leute finden Angela Merkel gut und 70% finden die Koalition schlecht. Das sind wahrscheinlich die gleichen 70%, hat er gesagt. Ja. Sie hat das, bei Merkel war es immer so, dass nie sie mit der Politik der Regierung assoziiert wurde. Gut, das Freunde, bevor wir jetzt hier uns verlieren und jetzt auf einmal über Merkel reden, muss ich den Sack jetzt zumachen. Nee, wir müssen nicht über Merkel reden, ich wollte nur das hinzufügen. Nee, du hast absolut richtig. Volker Pispers hat auch richtigerweise irgendwann mal gesagt, auf dem Grabstein des Kapitalismus wird stehen, zu viel war nicht genug. Und an dieser Stelle sage ich genug, ja, weil wir müssen irgendwie mal Schluss machen. Sven, danke, dass du dich nochmal eingeklinkt hast. Harris, sehr schön, dich kennenzulernen. Ich wage fast zu sagen, wenn du regelmäßiger dazukommst, dann wirst du hier Zinsknecht 2.0. Vielleicht kannst du mit der Referenz noch was anfangen. ja, kann ich. Ja, das wäre klasse, wenn du dich regelmäßig... Sven schüttelt schon den Kopf. Er ist unersetzlich, aber er kann versuchen, so nah wie möglich ranzukommen. Also, Uwe ist sowieso ein Unikat, ja, Individuum par excellence und als solches natürlich immer gerne hier gesehen. Sowieso, die Charakterköpfe, die sind mir ans Herz gewachsen. Und ja, wenn sie noch mit Substanz daherkommen, dann bin ich glücklich. Also, ich mache an dieser Stelle den Sack zu. Ich danke euch für eure Meinungsäußerungen was soll ich sagen? Ich bin nicht überrascht, dass wir doch so einer Meinung sind. Ich hatte gehofft, wir hätten hier jemanden, der sich reintraut in den Stream. Ja, ich auch. Paroli bietet. Schade. Ja, ist echt schade. Ja. Wir haben es mehrfach versucht. Immer wieder sind irgendwelche Trolls reingekommen, die uns nackte Männer zeigen wollten. Davor haben wir euch verschont.
ich will an dieser Stelle noch einmal gesagt haben, man hat mir angeboten, während dieses Streams ein Gespräch am 22. April mit Ralf Ludwig. Weiß nicht, warum ihm gerade, aber weil eigentlich haben wir ja heute über Ballweg gesprochen. Aber grundsätzlich, ja, ich bin dem gar nicht abgeneigt, nur ich habe halt am 22. oder überhaupt ab Donnerstag dieser Woche überhaupt keine Zeit. Von daher, wie gewonnen, so zerronnen. Ich weiß gar nicht, warum ich es euch sage. Vielleicht einfach nur, um euch ein bisschen heiß zu machen. Vielleicht kommt es ja tatsächlich noch zustande. Auf jeden Fall werde ich das Thema weiterhin auf dem Schirm haben. Ganz zum Lebensinhalt, ja, von mir werde ich das natürlich jetzt auch nicht auserkoren, weil dazu ist Ballweg inzwischen zu insignifikant. Ja, also früher oder später hat es auch der Letzte gehört. Ihr habt es ja auch gesehen, ne? Meine Frequenz der Füll-mich-Streams ist stark zurückgegangen. Da ist auch inzwischen alles, denke ich mal, Wichtige gesagt. Und alles andere ist nicht mehr so wirklich wichtig. Zwar noch amüsant, ja, aber halt deshalb auch nicht unbedingt Primetime. Auch wenn ich früher oder später vielleicht mit Uwe noch mal eine Sendung dazu machen werde. Gut, in dieser Reihenfolge, lieber Harris, vielen herzlichen Dank. Schön, dich kennengelernt zu haben. Bleib stabil. Und wir sehen uns bei der nächsten Community-Sendung. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. So, Uwe, auch dir herzliches Dankeschön. Abonniert Uwe auf Die Welt klar sehen, folgt ihm und hört ihm zu. Und er hat witzigerweise gerade heute eine Sendung online gestellt, die eigentlich so ein bisschen der Auftakt unserer Freundschaft gewesen ist. Da hatte ich noch Haare und ich meine, sie sind immer noch da, aber es ist weniger geworden. Und da haben wir uns unterhalten über im Prinzip statistische Wahrscheinlichkeiten und die damals schon das ganze Corona-Narrativ entlarvt haben. Wer also das nochmal sich zur Gemüte führen möchte, um auch mal zu sehen, ne, wie weit wir auch gekommen sind, ja, sowohl Uwe als auch ich, was wir uns eigentlich aufgebaut haben in der Zeit und so weiter und so fort, der kann da gerne mal das Kontrastprogramm in Kauf nehmen. Und Sven, du bist in Berlin, du bist am Start, du hast deine Projekte, du planst. Oh, Sven, ich darf nicht unerwähnt lassen. Wie? Sven kommt nach Dresden. Sven ist am 26. April in Dresden und wer dabei sein möchte bei einer Aufführung von Plötzlich und Unerwartet, ja, wir haben tatsächlich unsere zweite Vorstellung an diesem nächsten Mittwoch. Ich weiß, ich habe gerade diesem nächsten gesagt, aber gemeint habe ich nächsten. So, am nächsten Mittwoch, dem 26. April und da ist der Sven nämlich tatsächlich mit in Dresden und wir unterhalten uns über diesen wichtigen Corona-Aufklärungsfilm. Also wer da dazukommen möchte, wer sich das anschauen möchte, mit uns zusammen, weil im Internet könnt ihr es ja immer gucken, ja, aber das Gespräch vor allem danach mit uns sucht, plötzlich und unerwartet-derfilm.de kann euch heiß machen und ansonsten alles weitere erfahrt ihr auf Telegram, wann und wo wir uns da eben in Dresden in diesem 26. April treffen. Dankeschön euch dreien dafür, dass ihr dazugekommen seid. Vielen Dank dir und vielen Dank an alle Mods bei uns. Ja, das stimmt. Ciao. Ganz wichtig. Ciao. Klar sehen, clever denken, frei handeln.